Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, mein Name ist Mirko Schmidt. Ich bin einer der beiden Gründer von Poaurum und darf Sie ganz herzlich im Goldhaus begrüßen. Begrüßen darf ich auch ganz herzlich den einladenden Herrn Professor Dr. Zeidler. Und es freut mich, in Ihrer ehemaligen Funktion als Mitglied des Direktoriums der Bundesbank Sie im Goldhaus zu begrüßen. Ebenso den Präsidenten der Hauptverwaltung der Bundesbank in Bayern, Herrn Franz Josef Benedikt, ganz herzlich willkommen im Goldhaus. Auch Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, als Mitglieder des Wirtschaftsrates darf ich Sie oder als Gäste ganz herzlich willkommen heißen. Sogar als Partner darf ich ganz herzlich Grüß Gott sagen hier im Goldhaus. Dr. Johann Schachtner und Herrn Imhäuser vom Wirtschaftsrat, vielen Dank für die Organisation, auch in Verbindung von der Sandra Duchowski als stellvertretende Geschäftsführerin. Und Sie haben mir es bestätigt, dass es eine aus Ihrer Sicht gelungene Auftaktveranstaltung ist von der Resonanz. Und hier im Hause sagen wir schon immer, dass Geld und Gold die Menschen gerne bewegt. Und einige konnten uns das Gebäude und die Funktion des Hauses im Rahmen der Führung schon kennenlernen, was passiert vor und hinter den Kulissen. Ich darf es ganz kurz vorstellen, unser Haus ist spezialisiert auf den Handel, das heißt den Ankauf und den Verkauf von Edelmetallen zur Kapitalanlage. Das sind klassische Kapitalanlage Barren und Münzen und wir sorgen für die sichere professionelle Verwahrung der Ware. Und unsere Kunden sind wiederum Privatkunden oder es sind Banken wie Sparkassen, Genossenschaftsbanken oder Privatbanken. Und für alle, die uns noch nicht kennen und unsere Intention des Hauses, habe ich Ihnen einen kleinen Film mitgebracht. Das Goldhaus von Poaurum hat das Volumen der bisher weltweit geförderten Goldmenge. Das Gebäude ist die Realisierung einer Vision, die Mirko Schmidt und Robert Hartmann schon im Jahr 2003 bei der Gründung von Poaurum hatten. Die Schaffung eines Kompetenzzentrums rund um Edelmetalle und zugleich eines modernen Arbeitsplatzes für die Mitarbeiter von Poaurum. Vom Taler und Gulden bis zum Euro war es ein langer Weg, der von Kaufkraftverlust und Wechselkursschwankungen gekennzeichnet ist. Ein ultimatives Zahlungsmittel hat jedoch Mark, Pfennig und Co. überdauert. Gold. Die Geschichte des Edelmetalls ist seit jeher eng mit dem Werdegang des Geldes verbunden. Der legendäre König Krösus lässt während seiner Regierungszeit zwischen 560 und 546 vor Christus erstmals Goldmünzen von einheitlicher Größe und einheitlichem Wert prägen und schafft so die Grundlage für ein überregional erfolgreiches Zahlungsmittel. 310 nach Christus ersetzt Kaiser Konstantin der Große die Silberwährung durch eine stabile Goldwährung. Als Zahlungsmittel dient der sogenannte Solidus. Dieser bleibt bis zum beginnenden 12. Jahrhundert die Leitwährung in Europa, Nordafrika und Vorderasien. Der ganz große Goldrausch bricht im 19. Jahrhundert aus. In den 1820er Jahren werden im Uralgebirge und später auch in Sibirien massive Goldvorkommen entdeckt. Im Januar 1848 sorgt ein Goldfund im amerikanischen Sacramento Valley für einen regelrechten Goldtourismus. Eine Renaissance erlebt das gelbe Metall nach dem Zweiten Weltkrieg, als der US-Dollar an Gold gebunden wird. Es folgt der Siegeszug einer heimlichen Ersatzwährung. Zu Beginn des Jahres 1980 steigt der Goldpreis erstmalig auf 850 US-Dollar. Steigende Ölpreise und die damit verbundene hohe Inflation, der sowjetische Einmarsch in Afghanistan und die Revolution im Iran treiben Anleger weltweit in den sicheren Goldhafen. Der Goldpreis ist von 1999 bis 2011 12 Jahre lang kontinuierlich angestiegen. Das hat es so in einer anderen Anlageklasse noch nie gegeben. Trotz der seit 2012 anhaltenden Korrektur hat der Goldpreis in Euro andere Anlageklassen wie Aktien oder Immobilien deutlich geschlagen. Wir empfehlen 20% des liquiden Anlagevermögens in Edelmetalle als goldene Konstante ins Portfolio zu investieren. Davon 80% in Gold und 20% in Silber. Ja, sehr geehrter Herr Benedikt,
diese Entwicklungen in den Finanzmärkten, das betrachten sehr viele Banken einmal mit Sorgen. Warum? Die aufsichtsrechtlichen Themen werden immer anspruchsvoller und damit sorgen sich natürlich auch die Kunden der Banken, das sind die Firmenkunden, das sind die Privatkunden, die Selbstständigen, auch um eines, dass die Transaktionskosten steigen, weil natürlich auch die ganze Bürokratisierung weiter auch in diesem Sektor zunimmt. Und das könnte unter Umständen auch die Bankenstruktur in der bisherigen Form gefährden, wo es eine gesunde Bankenstruktur in Form der Genossenschaftsbanken, Sparkassen, Privatbanken gibt. Und was viele Kunden bewegt, ist eigentlich die Nichteinhaltung schon der Konvergenzkriterien bei Einführung des Euros und die vielen Hilfsmilliarden der vergangenen Jahre, was da geleistet wurde. Dann hat auch die EZB in die Zins- und in die Währungsmärkte eingegriffen. Und da fürchten viele um unser traditionelles Geld- und Währungssystem, dass dies mit diesen Maßnahmen vielleicht weiter destabilisiert werden könnte. Und das Goldhaus von ProAurum mit seinen Außenmaßen von 42 mal 24 mal 8 Meter entspricht der weltweit geförderten Menge des Goldes. Und es spiegelt somit die Seltenheit einer Währung wider. Und die Vorteile eines freien Geldes gibt es im Prinzip drei Funktionen, was eine Währung innehaben sollte. Das heißt, erstens fungiert sie als Tausch- oder Zahlungsmittel, zweitens als Recheneinheit und drittens noch als Wertaufbewahrungsmittel. Und sehr viele machen sich Sorgen, dass diese Grundfunktionen insbesondere beim Euro aufgelöst werden können. Und deswegen gab es in den vergangenen Jahren eine sehr große Flucht in Sachwerte. Unter anderem auch in die Edelmetalle. Und somit sind zum Beispiel die Preise auch für ein Kilogramm Gold von 10.000 Euro seit unserer Gründung auf jetzt knapp 37.000 Euro angestiegen. Für uns gibt es zwei Gründe: negative Realzinsen und ausufernde Geldmengen. Und da haben Sie mit Ihrem Vortragsthema Geldpolitik der EZB, erwünschte oder unerwünschte Nebenwirkungen, auf den Nerv der Anleger getroffen. Und da freue ich mich schon ganz herzlich auf Ihren Vortrag. Und ich darf an den Einladenden noch übergeben, Herrn Professor Dr. Zeitler. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung des Ausschusses für Finanzmärkte im Wirtschaftsbeirat der Union in Bayern. Wir hatten wesentlich mehr Anmeldungen, als die Raumkapazität hier ist. Das führt man normalerweise auf die Attraktivität der einladenden Institution zurück. Das ist heute sicherlich nicht der Fall, sondern es liegt einmal am Ort und der Umgebung hier. Ein herzliches Dank. Dankeschön an Herrn Schmidt für die Begrüßung und für die Rolle des Gastgebers heute. Das liegt aber auch am Thema Geldpolitik der EZB und am Referenten. Und ich begrüße auch ganz herzlich Herrn Franz Josef Benedikt, den neuen Präsidenten der Hauptverwaltung der Bundesbank in München. Herzlich willkommen, lieber Herr Benedikt. Wenn man in die Gesichter der Gäste geblickt hat beim Einleiten, Rundgang, vielen Dank, Herr Birner, auch dafür, um das Museum hier in die Augen geschaut hat, konnte man den Eindruck haben, wie aus Goethes Faust zum Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Dennoch möchte ich aus grundsätzlichen Erwägungen darauf hinweisen, dass die Veranstaltung natürlich nichts an der bewährten und gebotenen Neutralität sowohl von Bundesbank wie Wirtschaftsbeirat gegenüber allen Anlageformen, Finanzprodukten und Finanzunternehmen ändert. Sie wissen, alle Anlageformen und Produkte haben ihre spezifischen Vorteile, aber auch ihre spezifischen Risiken. Dennoch freut es mich zum ersten Mal, ich war ja bei der Eröffnung dieses Gebäudes in Frankfurt tätig, in diesen Räumen zu sein, und das ist ja auch architektonisch schon ins Auge stechend. Ich würde vielleicht nur noch gern wissen, wenn Sie mir das als bescheidene und leicht ironische Anmerkung gestatten, warum der Titel des Unternehmens, der Name
pro aurum und nicht pro auro heißt, wie es lateinisch eigentlich sein müsste. In einem bayerischen Gymnasium jedenfalls würde das immer angestrichen werden. Ich freue mich sehr, lieber Herr Benedikt, dass Sie diesen Vortrag übernommen haben, schon im ersten Jahr Ihrer neuen Tätigkeit hier in München. Und ich weiß, dass in dieser Zeit ja sehr viele Themen auf einen einprasseln, Vorstellungsgespräche, interne Besuche bei Filialen und auch viele öffentliche Reden, die Sie machen. Und die Nachfrage nach diesen Reden zeigt ja auch, dass die Rolle und die Funktion der Bundesbank als Vertrauensanker, man weiß nicht, ob man sich darüber freut oder beklagen soll, stärker ist jedenfalls, als es von vielen bei Einführung der Währungsunion gedacht worden ist. Wir haben, meine Damen und Herren, diese Veranstaltung gemeinsam und auf Anregung eines Partnerverbandes, des Wirtschaftsverbandes, des Wirtschaftsrates der CDU in Baden-Württemberg durchgeführt. Und ich darf mich herzlich auch beim Imhäuser bedanken und Herr Walter vom Wirtschaftsrat der CDU Baden-Württemberg wird die Schlussworte aussprechen. Auch vielen Dank für diese gute Zusammenarbeit. Ich begrüße aus der großen Zahl der Gäste ferner die Repräsentanten des Finanzsektors in Bayern, Herrn Dr. Ulrich Netzer für die Sparkassen habe ich gesehen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo er bescheiden sitzt, hier in der Mitte. Ich begrüße genauso herzlich Frau Silke Wolf für den Bayerischen Bankenverband und die stellvertretende Vorsitzende dieses Ausschusses. Und ich begrüße Herrn Dr. Wolfgang Büchel, Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbandes. Als gebürtigen Augsburger freute ich mich besonders, dass der Oberbürgermeister von Augsburg, Herr Dr. Kurt Griebe, mit seiner Frau anwesend ist, nachdem alle Bombenprobleme in Augsburg gelöst werden konnten. Und ich habe an den Gästen auch den früheren Staatsminister Heubisch, jetzigen Stadtrat, gesehen, auch ein herzliches Willkommen. Normalerweise ist es üblich, dass man sich als einladende Institution nicht selbst begrüßt. Ich möchte hiervon eine Ausnahme machen und heute besonders den neuen amtierenden und den früheren Generalsekretär des Wirtschaftsbeirats begrüßen, Herrn Dr. Schachtner. Vielen Dank für die Vorbereitung. Das Gleiche auch an Herrn Dr. Jürgen Hoffmann und seine Frau. Jetzt sehe ich gar nicht. Hier ist er. Bitte schön. Es freut mich, dass Sie beide heute da sind. Lieber Hoffmann, Sie haben es ja Ihrem Nachfolger leicht und schwer in einem gemacht. Leicht auf der einen Seite, weil Sie mir einen gut geölten und organisierten Apparat übergeben und hinterlassen haben. Aber das haben Sie mir auch ein bisschen schwer gemacht, weil Sie durch den Erfolg Ihrer Tätigkeit die Messlatte der Erwartungen so hoch gesetzt haben, dass es nicht ganz leicht sein wird, Sie zu übertreffen. Herzlichen Dank nochmal für Ihre Arbeit, lieber Hoffmann, und Ihnen alles Gute, Herr Dr. Schachtner. Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, ohne dass ich Herrn Benedikt viel vorwegnehmen will, zwei einleitende Bemerkungen zum Thema selber. Erstens, der Zeitpunkt der Veranstaltung ist interessant und aktuell, wie man sich bei der Planung vor längerer Zeit gar nicht hätte vorstellen können. Denn Sie haben ja gesehen, dass die Preisdaten in Deutschland, in Europa, die Inflationsraten sich auf breiter Front nach oben bewegen. Zuletzt jetzt in Deutschland 1,7, im Euroraum 1,1%. Und damit sind die von der EZB ja immer in den Vordergrund gestellten, diese Messlatte von unter, aber nahe 2% ist schon so in Sichtweite gerückt. In Sichtweise vor allem, wenn man sich die Wirkungsverzögerungen der Geldpolitik von etwa 12 bis 18 Monaten vor Augen hält. Und die EZB hat ja auch bei der Begründung bei niedrigem Ölpreis immer auf die Headline-Inflation abgestellt, also auf den Preisindex insgesamt, einschließlich des Ölpreises. Und ich gehe davon aus, dass sich ja konsistent bleibt und wenn jetzt der Ölpreis steigt, auch umgekehrt sich an diese Systematik hält. Wir wissen ja, dass der an der Tankstelle zu sehende Benzinpreisanstieg nicht nur ölpreisbedingt ist, aber wenn das paradox klingt, sondern auch andere Ursachen hat, etwa den Wechselkurs des Euro, der aber auch ja von der Geldpolitik beeinflusst ist. Das zur Aktualität. Zum Inhalt haben wir das Thema genannt, erwünschte Hauptwirkungen, unerwünschte Nebenwirkungen. Ich glaube, Herr Benedikt wird im Detail auch auf die erwünschten oder beabsichtigten Hauptwirkungen und die Nebenwirkungen eingehen. Von meiner Seite darf ich ganz unbescheiden darauf hinweisen, dass wir vom Wirtschaftsbeirat aus, herzlichen Dank auch an Frau Wolf für die Zusammenarbeit,
schon im Jahre 2013 ein Positionspapier zu den zu erwartenden Nebenwirkungen der Geldpolitik der EZB veröffentlicht haben. Das war damals noch am Rande der öffentlichen Aufmerksamkeit. Heute sind diese Themen breit in der Öffentlichkeit angekommen und werden breit diskutiert. Im Wesentlichen geht es, glaube ich, daran, dass wir zum ersten Mal, jedenfalls zum ersten Mal in meiner ja durchaus längeren beruflichen Laufbahn, ein Spannungsverhältnis von Geldpolitik und Finanzstabilität haben, Stichwort Blasenbildung, weil nur ein Teil der geschaffenen Liquidität in die reale Wirtschaft den Weg findet und ein Teil in den Finanzmärkten bleibt und damit doch die Fallhöhe für eine mögliche spätere Korrektur der Märkte weiter nach oben schiebt. Wir haben dann das Spannungsverhältnis, wir haben Fehlanreize im Bereich sowohl des privaten wie des öffentlichen Sektors, dadurch, dass der Zins seine Steuerungsqualität weitgehend einbüßt. Im privaten Bereich kann man sich fragen, ob jede jetzt finanzierte Investition auch dauerhaft rentabel ist, wenn sich einmal das Zinsniveau normalisieren sollte. Die meisten Fehlanreize sind sicherlich im öffentlichen Bereich, weil viele europäische Regierungen keinen echten Anreiz haben, Schulden zu konsolidieren, abzubauen, Strukturreformen voranzubringen, die EZB ja immer empfiehlt, sondern dass sie eigentlich in der jetzigen Situation sich eher angesprochen und angereizt fühlen, schmerzhafte Reformen hinauszuschieben, weil ja die weitere und verstärkte Aufnahme von Schulden nicht nur nichts kostet, sondern im unteren Bereich der Laufzeiten oft sogar dem Schuldner Geld einbringt. Und schließlich kommt für uns in Deutschland, aber auch für den Euroraum speziell dazu, dass bestimmte Produkte der Altersvorsorge unter Druck geraten, ganz entgegen den Geboten der Demografie, von der Lebensversicherung bis zu den Pensionszusagen, und dass das klassische Geschäftsmodell der Kreditwirtschaft, und das ist der einlagenfinanzierte langfristige Kredit, ebenfalls unter Druck gerät, obwohl in und nach der Finanzkrise sich alle Experten und auch den Geldpolitiker einig waren, dass dieses Geschäftsmodell in der Krise stabilisierende Wirkung hatte. Und auf der anderen Seite jetzt das Investmentbanking im weiteren Sinne, das Kapitalmarktgeschäft eher auf der Sonnenseite der Wirkungen der Geldpolitik liegt. Für eine gewisse Zeit ist das sicherlich unschädlich, aber je länger eine solche Geldpolitik anhält, und wir haben jetzt den Nullzins beim Einlagenzins seit Juli 2012, den Negativzins seit Juni 2014, je länger so eine Entwicklung anhält, fragt man sich schon, ob es nicht auch so ist, wie bei manchen Aktionen der Freiwilligen Feuerwehr, wo man im Nachhinein dann sagt, dass der Löschwasserschaden größer ist als der vermiedene Brandschaden. In diesem Sinne, glaube ich, gibt es eine Reihe von tiefgründigen Fragen und Problemen. Und ich bin mir sicher, dass jetzt Herr Benedikt auf alle diese Fragen eine kurze und überzeugende Antwort hat. Benedikt, Sie haben das Wort. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Professor Zeidler, lieber Herr Dr. Schachtner, lieber Herr Imhäuser, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich die Gelegenheit habe, hier zum Thema Geldpolitik zu sprechen. Sie haben die Erwartungshaltung ja schon entsprechend nach oben geschraubt. Ich werde versuchen, auf die Themen einzugehen. Ob ich befriedigende Antworten liefern kann, das wage ich etwas zu bezweifeln. Ja, ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, Herrn Dr. Hoffmann alles Gute zu wünschen für diesen neuen Lebensabschnitt, in den Sie jetzt eintreten. Den haben Sie auch etwas hinausgezögert, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ja, vor allen Dingen wünsche ich Ihnen natürlich Gesundheit, damit Sie mit Ihrer Frau all das in Angriff und realisieren können, was Sie sich vorgenommen haben. Ja, meine Damen und Herren, viele von Ihnen sind ja auch versierte Redner, Referenten. Wir haben ja jetzt schon Vorgeschmack bekommen von Herrn Zeidler. Und Sie wissen alle, für einen Vortrag ist es sehr, sehr wichtig, dass der Einstieg schon mal gelungen ist. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie beginne ich jetzt diesen Vortrag hier. Und ich habe überlegt,
Anfang 2017. Ja, dass ich Ihnen erzähle, dass das Jahr 2017 sicherlich ein ganz besonderes Jahr sein wird. Manche sprechen von einem Schicksalsjahr für die Europäische Union, für die Europäische Währungsunion, für die europäische Geldpolitik und damit letztendlich auch für den Euro. Dann ist mir aber sofort eingefallen, diese Redewendung hast du die letzten 3 Jahre bei deinen Neujahrsempfängen, und ich war, bevor ich jetzt nach Bayern zurückgekommen bin, 3 Jahre Präsident der Hauptverwaltung in Sachsen und Thüringen, und ich hatte da immer Neujahrsempfänge, wo ich also die Spitzen der Wirtschaft und die Repräsentanten der Politik eingeladen habe. Und da habe ich genau diese Redewendung auch immer verwendet, aber ich glaube, dass es diesmal wirklich so ist, weil wir nämlich eine sehr komplexe Gemengenlage haben. Wir haben auf der einen Seite eine durchaus zufriedenstellende wirtschaftliche Entwicklung, eine nicht überschwängliche, aber robuste wirtschaftliche Entwicklung. Das Weltwirtschaftswachstum wächst mit 3%, das ist im Vergleich zu früheren Jahrzehnten eher moderat. In Europa hat sich zuletzt die wirtschaftliche Situation stabilisiert. Die neueste Projektion der EZB liegt bei 1,7%, und in Deutschland überschlagen sich die positiven Wirtschaftsnachrichten förmlich. Also endogen, aus dem volkswirtschaftlichen Prozess heraus, eigentlich wenige Risiken zu erkennen. Die makroökonomischen Daten für uns, insbesondere in Deutschland, sind insgesamt sehr positiv. Aber was wir haben extreme politische Unsicherheiten, wie wir sie wahrscheinlich so in dieser Geballtheit und dieser Konstellation noch nicht haben. Im März wird Frau May den Scheidungsantrag stellen, wird also ein Schreiben nach Brüssel senden, dann werden die Verhandlungen über die zukünftige Ausgestaltung der Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien stattfinden, und so wie sich die Positionierungen jetzt abzeichnen, wird es eher eine Phase der Unsicherheit heraufbeschwören, und das ist gerade auch für uns in Deutschland eine nicht ganz einfache Situation, denn Großbritannien ist immerhin nach den USA der zweitwichtigste Handelspartner, ganz besonders auch für Bayern. Ja, dann haben wir 3 Wahlen, wie Sie wissen, in denen momentan bei den Umfragen die eher rechtspopulistischen Parteien vorn sind. Ich habe jetzt gerade eine Umfrage gelesen, dass der Herr Wilders in Holland beispielsweise mit über 30% die Umfragen anführt, und wir wissen ja, dass er den Euro und auch die Europäische Union in Gänze ablehnt. In Frankreich haben wir eine Präsidentenwahl, auch da ist zumindest es absehbar, dass Frau Le Pen in die Stichwahl bei der Präsidentenwahl kommt. Dann haben wir auch in der Bundesrepublik Deutschland eine Wahl im Spätsommer, und wir haben natürlich die Unsicherheit in Italien, ob diese Regierung stabil sein wird und vor allen Dingen, ob sie die notwendigen Reformen in Italien durchführen wird. Und über allem schwebt, ich will jetzt den Begriff Damoklesschwert vermeiden, schwebt Donald Trump. Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ich hatte ja um 17 Uhr heute seine Pressekonferenz gegeben. Ich habe da live mitgeguckt. Er hat also wenig zur Wirtschaftspolitik gesagt, außer dass er an der Mauer nach Mexiko festhält. Aber ich werde versuchen, in meinem Vortrag auch auf einige Auswirkungen der Trumpschen Wirtschaftspolitik, soweit sie wir jetzt absehen können, einzugehen. Also eine Fülle von Fragen, die ich mit Sicherheit nicht für alle hier heute befriedigend und abschließend beantworten kann, aber ich kann Ihnen eins sagen, ich kann die Positionierungen unseres Hauses Ihnen mitteilen und meine persönlichen Bewertungen. Bevor ich aber jetzt zu diesem Thema, zum eigentlichen Thema komme, möchte ich natürlich auch dem Gastgeber und Herrn Schmidt eine kurze Referenz erweisen und möchte mich zum Gold äußern, aber Sie werden natürlich Verständnis dafür haben, dass ich als Notenbanker keine Empfehlungen, Herr Zeidler hat es ja auch schon gesagt, weder zu Gold noch zu anderen Assets abgeben möchte. Aber ich möchte kurz etwas zu unserem Goldschatz sagen. Also Sie wissen ja, wir verwalten die Währungsreserven und wir verwalten ja auch die Goldreserven der Bundesrepublik, also auch Ihre Goldreserven. Ja. Und wir haben ja einiges im Portfolio, ich weiß nicht, wie viel Sie hier haben, aber wir haben 3.381 Tonnen, ich weiß nicht, ob Sie da mithalten können, wahrscheinlich eher nicht. Und diese 3.381 Tonnen sind ja auch etwas in die Schlagzeilen geraten, wie Sie wissen, denn so 2012 sahen sich einige Politiker, der Zeitler wird es noch genau wissen,
weil er ja damals noch im Vorstand der Bundesbank war, haben sich Sorgen gemacht um diesen Goldschatz, der ja nicht in Frankfurt lagert, sondern im Ausland. Lagert, überwiegend lagert, jetzt müssen wir schon, ach, da ist er, ja. Und es ist die Diskussion aufgekommen, ist das Gold überhaupt noch vorhanden im Ausland, meine Damen und Herren? Und das kann ich Ihnen schon mal vorweg sagen, das Gold ist da. Und wir haben es auch in Augenschein genommen und wir kontrollieren das auch laufend. Aber ich möchte Ihnen vielleicht noch ganz kurz vielleicht die Historie erläutern, warum das Gold nicht hier in Deutschland lag. In der Zeitung ist häufig zu lesen, wir holen das Gold jetzt nach Hause, wir holen es zurück. Das stimmt natürlich so nicht, weil dieses Gold nie in Deutschland war. Als ich 1986 bei der Bundesbank begonnen habe, da hatten wir 77 Tonnen in unserem Tresor in Frankfurt und bis 1998 hat sich an diesem Bestand nichts geändert. Es waren da immer noch 77 Tonnen. Das hängt mit der Historie, wie diese Goldreserven entstanden sind. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Sie sich vorstellen können, natürlich keine Unzen in unserem Bestand. Durch die Reparationen waren die letzten Goldbestände weggekommen. Und die Bank Deutscher Länder hat dann 1951 zum ersten Mal überhaupt Gold in ihren Bestand genommen. Das hing damit zusammen, dass es damals ein Wechselkurssystem, das sogenannte Bretton Woods Wechselkurssystem, das war ein weltweites festes Wechselkurssystem, in dem die Mitgliedstaaten ihre Währungen, also wir, die D-Mark, fest an den Dollar angebunden haben. Und der Dollar wiederum, der war durch Gold gedeckt. Jetzt hatten wir durch unser Wirtschaftswunder und weil wir eben eine sehr florierende wirtschaftliche Entwicklung hatten wir sehr, sehr hohe Leistungsbilanzüberschüsse und wir mussten den D-Mark-Dollar-Kurs stabilisieren und weil der Dollar permanent unter Abwertungsdruck war, haben wir Dollars zur Stützung aufgekauft und diese Dollars haben wir dann der FED präsentiert und die musste uns, weil diese Dollars ja durch Gold gedeckt waren, dann entsprechende Goldbestände geben. Und so haben wir, vor allen Dingen in den 60er Jahren, sehen Sie, haben wir immense Goldbestände aufgebaut, weil die Amerikaner einfach ein strukturelles Defizit hatten, vor allen Dingen auch durch den Vietnamkrieg damals bedingt. Ja, Sie sehen, dass seither, dass einmal ist es hier zurückgegangen, als wir das Gold, als das europäische Währungssystem 1, das war auch ein festes Wechselkurssystem, das war sozusagen das Vorläufersystem, Wechselkurssystem der Europäischen Währungsunion, da haben wir was abgetreten. Und dann ist es permanent konstant geblieben, da haben wir das wieder zurückbekommen, haben einen Teil in die EZB als Eigenkapital mit eingebracht, wir haben ja einen Kapitalanteil an der EZB und seither ist der Goldbestand, sehen Sie, relativ konstant. Dieser leichte Rückgang ist nur darauf zurückzuführen, dass wir dem Bundesfinanzminister jedes Jahr ein paar Tonnen Gold zur Verfügung stellen, damit er Goldmünzen prägen kann. Also, wir werden auch das Gold, das 2012 so aufgeteilt war, in Frankfurt lagen 1036 Tonnen, in New York 1536 Tonnen, bei der FED, in London 445 und 374 Tonnen in Paris. Nun, wir haben nun ein neues Lagerkonzept entwickelt, wo wir Teile bis 2020 wollen wir 50% aller Goldbestände in Frankfurt haben. Die Frage, warum wir weiterhin in London und in New York Goldbestände haben, lässt sich dadurch beantworten, dass das eben wichtige Goldhandelsplätze sind. London ist nach wie vor der weltweit größte Goldhandelsplatz. Und um das dann in entsprechende Währungen eintauschen zu können, wenn es zu einer Währungskrise käme, ist es einfach notwendig, dass man da vor Ort mit Goldbeständen präsent ist. Paris macht natürlich keinen Sinn mehr, weil wir die gleiche Währung haben, Deutschland und Frankreich, den Euro. Deshalb wird also der Bestand aus Paris komplett abgezogen und wird nach Frankfurt verlagert. Also das ist am Ende des Tages die Zielgröße, dass wir also 50% unserer Bestände in Frankfurt haben. Wir führen jetzt schon laufend
Transporte durch. Sie können sich vorstellen, dass die sehr, sehr aufwendig sind. Insgesamt werden 650 Tonnen zurückgeführt oder nach Frankfurt transferiert. Sollten Sie anschließend irgendwelche Fragen haben nach Zeit und Ort und Umfang und Art und Weise des Transportes, dann bitte ich einfach um Verständnis, dass ich Ihnen das... Das ist eines der am striktesten behandelten Geheimnisse in der Deutschen Bundesbank. Ich glaube, dass auch im Vorstand nur ein, zwei Vorstandsmitglieder überhaupt davon wissen. Sie können sich vorstellen, dass das natürlich ein immenser logistischer Aufwand ist, dieses Gold nach Frankfurt zurückzuführen. Ja, also, die beruhigende Botschaft, hoffentlich bleibt es nicht die einzige, die ich Ihnen heute mit auf den Weg geben kann für 2017, das Gold, bei der Bundesbank zumindest, ist sicher. Ja, meine Damen und Herren, was ich mit Ihnen jetzt in den nächsten 25, 30 Minuten machen möchte, ich möchte Ihnen zunächst mal natürlich die Intention der Niedrigzinspolitik der EZB erläutern. Warum hat das Eurosystem diese Politik gemacht? Welche Wirkungen sind damit beabsichtigt? Und es ist ja so ähnlich, Herr Zeitler hat es ja angesprochen, es ist wie eine hochdosierte Medizin, die wir den Finanzmärkten und dem Finanzsystem damit verabreichen, hochdosiert. Und wir wissen, dass eine hochdosierte Medizin, je länger sie verabreicht wird, dass sie natürlich auch zwangsläufig Nebenwirkungen und Risiken hat. Und auch die möchte ich heute beleuchten. Und die entscheidende Frage ist natürlich, wie kommen wir aus diesem Niedrigzinsumfeld heraus? Was muss getan werden? Und Herr Weimann und die Bundesbank, wir haben natürlich ein Konzept, das schwierig umzusetzen ist, das aber am Ende des Tages, und da sind wir fest davon überzeugt, alternativlos ist. Ja, meine Damen und Herren, warum hat die EZB seit Jahren die Zinsen nach unten gefahren? Wir sind, und das muss man, glaube ich, immer wieder in Erinnerung rufen, weil wir in Deutschland eine Sondersituation haben. Wenn Sie so wollen, sind wir in Deutschland nicht nur in Europa, sondern fast schon weltweit, was das Wachstum anbelangt, was die Situation am Arbeitsmarkt anbelangt, eine Insel der Glückseligkeit. Aber wir haben insgesamt eine in Europa eine eher moderate Entwicklung. Wir haben dieses Jahr in Europa ungefähr ein Wachstum von 1,7%, auch in Deutschland werden wir bei 1,7, 1,8 anlanden und auch für nächstes Jahr sind wir in dieser Größenordnung. Aber um diese wirklich drängenden Probleme in Europa lösen zu können, diese bedrückend hohe Arbeitslosigkeit, die in vielen europäischen Ländern ist, ich sage es nochmal, klammern Sie bitte Deutschland aus. Die EZB kann keine Politik für ein einzelnes Mitgliedsland machen. Nicht für die Bundesrepublik alleine. Wir bräuchten ein höheres Zinsniveau. Andere Länder sind auf ein niedriges Zinsniveau angewiesen. Und ich darf daran erinnern, dass es 2002, 2003 genau umgekehrt war. Da hätten wir, da galten wir, die Bundesrepublik Deutschland, als kranker Mann in Europa, als die schwache, die schwächste Volkswirtschaft im Euroraum. Und da hätten wir ein niedrigeres Zinsniveau gebraucht, aber andere Länder waren damals in einem anderen, in einer konjunkturellen Phase, insbesondere Spanien beispielsweise, aber auch Irland, natürlich angefeuert durch den Immobilienboom, und die haben damals einfach ein höheres Zinsniveau gebraucht. Das ist natürlich eine Sondersituation für die EZB, dass sie auf die Bedürfnisse, auf die Bedarfslage eines einzelnen Mitgliedslands nicht eingehen kann, sondern immer eine Politik für den Durchschnitt betreibt. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass wir eine sehr robuste wirtschaftliche Entwicklung haben, aber dass es in vielen anderen Ländern eben noch schwach ist. Und was wir auch sehen, wir bekommen von der Weltwirtschaft keinen Rückenwind, meine Damen und Herren. 3,3%, wenn Sie das im längerfristigen Vergleich sehen. Wir hatten in den 2000er Jahren, 1990er Jahren, Wachstumsraten der Weltwirtschaft von 6-7%. Das heißt, es kommt von dieser Seite wenig Unterstützung für die Wirtschaft im Euroraum. Und dass die EZB auf diese makroökonomische, lang anhaltende Schwäche, Sie sehen, hier war der Konjunktureinbruch nach der Lehman-Krise, die größte weltwirtschaftliche Krise seit
der großen Weltwirtschaftskrise in den 20er und 30er Jahren. Dann gab es eine Gegenreaktion und seither sind wir auf einen eher schwachen, blutleeren Pfad. Im Durchschnitt aller EU-Länder haben wir erst Anfang 2016 den Wachstumseinbruch von 2009 aufgeholt. Im Durchschnitt aller EU-Länder ist dieser Wachstumseinbruch erst in diesem Jahr aufgeholt worden. Das zeigt, wie fragil die wirtschaftliche Situation in Europa als Ganzes ist. Und da, meine Damen und Herren, ist es natürlich angebracht, dass die Geldpolitik versucht, die Konjunktur zu unterstützen durch eine moderate Niedrigzinspolitik. Ich sage es auch ganz deutlich, über den Grad der Expansion dieser Geldpolitik. Da kann man trefflich diskutieren und ich werde auch noch einige kritische Anmerkungen zu verschiedenen Instrumenten, insbesondere natürlich zu dem Ankauf von Staatsanleihen und insbesondere von Corporate Bonds, also von Unternehmensanleihen machen. Über dies kann man kontrovers diskutieren, über die Ausgestaltung der Geldpolitik. Aber dass sie am kurzfristigen Ende konjunkturstützend, akkommodierend, expansiv sein muss, das ist, glaube ich, unter Ökonomen unstrittig. Also, die Geldpolitik hat ihren Teil dazu geleistet, dass diese schwache Situation überwunden werden kann, aber sie ist noch nicht gut. Ja, ganz schwierig war natürlich die Entwicklung der Inflation. Sie sehen, dass ab 2015 wir zeitweise Negativinflationsraten hatten. Im Prinzip hat die Inflationsrate um die 0% oszilliert. Natürlich eine schwierige Situation für eine Notenbank. Eine Notenbank muss immer aufpassen, dass die Volkswirtschaft nicht in ein deflationäres Abwärtsszenario kommt. Wir wissen, wie schwierig das ist. Eine Deflation ist weit schwieriger zu bekämpfen als eine Inflation. Wir sehen das in Japan. Japan ist seit mehr oder weniger 25 Jahren in einer Dauerdeflation und Rezession und tut sich schwer, selbst mit expansivsten monetären und auch fiskalischen Mitteln aus dieser Situation rauszukommen. Wir, die Bundesbank, und Herr Weidmann hat es auch immer wieder betont, wir hatten nie eine Indikation oder wir hatten nie die Sorge, dass wir wirklich in eine deflationäre Abwärtsspirale kommen. Deflationäre Abwärtsspirale heißt ja, Deflation ist ja nicht nur einfach der Rückgang des Preisniveaus, sondern Deflation wird ja dann richtig gefährlich, wenn die Wirtschaftssubjekte, die potenziellen Konsumenten, realisieren, dass wenn ich zuwarte, alle Preise billiger werden und dann natürlich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sinkt. Die Unternehmen müssen darauf reagieren, wieder mit Preissenkungen, mit Entlassungen, ja, mit Produktionskürzungen und dann entsteht da eine Abwärtsspirale, die weder finanzpolitisch und auch irgendwann nicht mehr geldpolitisch zu handeln ist und zu bekämpfen ist. Und deshalb muss man immer auch einen Sicherheitsabstand halten. Das ist auch der Grund dafür, meine Damen und Herren, wieso wir als Preisniveaustabilität nicht 0% Inflation definieren, sondern knapp unter 2%. Also so 1,9%, das ist so der Friede, Freude, Eierkuchenzustand, den sich die EZB erwünscht. Ja? Deshalb versuchen wir, die Inflation in diese Richtung zu drängen. Wir hatten, wie gesagt, nie die Sorge, dass es wirklich ein deflationäres Risiko gibt, weil dieser Rückgang der Inflation natürlich primär dadurch verursacht war, dass die Energiepreise abgestürzt sind. Wenn Sie gucken, Ende 2014 waren wir noch bei einem Ölpreis von über 100 Dollar je Barrel. Und wir sind dann in der Spitze bis auf 30, 35 Dollar je Barrel abgesunken. Jetzt steigt der Ölpreis wieder. Herr Zeitler hat es auch erwähnt. Wir müssen jetzt mal gucken, wie nachhaltig diese Vereinbarung der OPEC-Staaten ist, ob sie sich wirklich alle dazu verpflichten und das auch einhalten, die Fördermengen zu senken. Und wir haben ja, und das macht das Ganze so komplex, einen gegenläufigen Effekt. Je höher der Ölpreis dadurch wieder steigt, und wir wissen ungefähr, dass bei 60 Dollar für viele US-Unternehmen, die sich der Fracking-Methode bedienen, das sozusagen der Break-Even-Point ist, wenn also der Ölpreis über 60% steigt, weil die OPEC-Staaten
die Erdölförderung reduziert haben, dann steigen in Amerika die Produzenten ein und erhöhen wieder das weltweite Angebot. Und die USA ist der größte Exporteur von Erdöl und Erdgas. Also da gibt es gegenläufige Effekte. Wie sich das Ganze dann auswirkt, bleibt abzuwarten. Ja, wie haben wir reagiert, meine Damen und Herren? Wir haben reagiert und das ist keine singuläre Situation der EZB. Wir sind hier in einem weltweiten Kontext. Als 2008 die Lehman-Krise ausgebrochen ist oder beziehungsweise Lehman kollabiert ist und infolgedessen es eine extreme Finanzkrise gegeben hat und als Folge der Finanzkrise die Weltwirtschaft abgestürzt ist, haben die Notenbanken, die wichtigsten Notenbanken der Welt, in einer konzertierten Aktion die Zinsen dramatisch nach unten gesenkt, um einen wirtschaftlichen Totaleinbruch, um einen Kollaps zu verhindern. Warum? Niedrige Zinsen, Refinanzierungskosten für die Banken in der Hoffnung, dass die Banken ihrerseits diese niedrigen, die Banken müssen ja Geld von uns abdisponieren, damit sie ihrerseits ihre Geschäfte, ihre Kreditvergabe darstellen können. Ja? Und wenn wir die Refinanzierungskosten senken, dann ist natürlich immer die Hoffnung damit verbunden, dass die Banken ihrerseits die Kredite mit niedrigen Zinsen weitergeben und so. Und das, glaube ich, kann man heute im Nachhinein, wenn man also die wirtschaftliche Entwicklung der damaligen Zeit analysiert, feststellen, dass diese konzertierte Aktion der wichtigsten europäischen, weltweiten Notenbanken dazu geführt hat, dass dieser Absturz 2010 relativ schnell wieder einen Boden gefunden hat und dass sich die Wirtschaft wieder erholt. Das Ganze ist natürlich auch flankiert worden durch finanzpolitische Maßnahmen, durch Stabilitätsprogramme. Auch wir haben damals ein Konjunkturprogramm aufgelegt. Manche von Ihnen werden sich vielleicht noch an die Abwrackprämie erinnern. Das war also auch ein Versuch, den privaten Konsum zu fördern. Ja, Sie sehen, nicht nur die Zinsen haben wir reduziert, sondern wir haben auch die Liquidität ausgeweitet. Also wir haben Liquidität in den Markt gepumpt, meine Damen und Herren, um den Banken das Gefühl zu geben, ihr werdet von Liquidität nicht abgekoppelt. Die Problematik war nämlich damals, dass die Banken sich untereinander nicht mehr vertraut haben und deshalb untereinander sich kein Geld mehr geliehen haben. Das heißt also, der Interbankenmarkt ist zusammengebrochen und wir mussten dann Liquidität in den Markt pumpen. Nur um Ihnen eine Größenordnung zu geben, über was wir reden. Wir hatten bis 2007 ein Refinanzierungsvolumen in Europa, also das Geld, was wir den Banken zur Verfügung gestellt haben, im Durchschnitt von ungefähr 450 Milliarden. Also von 1999, dem Start der Währungsunion, bis 2007, ich sage immer, das ist die Euro-Honeymoon-Phase, da war wirklich alles wunderbar und wir haben schon geglaubt, also jetzt sind wir wirklich auf einem guten Weg in Europa, wirtschaftliche, währungspolitische Einigung, alles läuft toll. Und dann kam eben 2008 hier Lehman und Sie sehen, das war übrigens 2011, 2012 die Italien-Krise, wo also wirklich massiv gegen Italien spekuliert worden ist, also wo man an den Märkten unterstellt hat, dass Italien aus der Währungsunion ausscheiden muss. Ja, und jetzt haben wir ein neues Programm, das ist dieses PSP, Public Sector Purchase Programm, das nichts anderes ist als dieses Anleihekaufprogramm. Wir kaufen in Europa jeden Monat von den Banken für 80 Milliarden Wertpapiere ab, Staatspapiere, Unternehmensanleihen. Und insgesamt werden wir bis Ende diesen Jahres werden wir 2,3 Billionen Euro zusätzlich in den Markt gepumpt haben. Zusätzlich in den Markt. Ja. Die Hoffnung, die damit verbunden ist, dass diese Liquidität dazu verwendet wird, Kredite zu vergeben, um damit die Wirtschaft zu stimulieren, meine Damen und Herren. So, das ist die Absicht, die mit dieser expansiven, ultralockeren Geldpolitik verfolgt wird. Worden ist und verfolgt wird. So, wir sehen nun die Ergebnisse, die Wirkungen. Sind die so eingetreten, wie wir sie uns erhofft haben? Sie sind zum Teil eingetreten. Also bei den langfristigen Zinsen sehen Sie, dass durch diese expansiven Maßnahmen schon seit längerem ein fallender Trend bei den Zinsen zu beobachten ist. 2015 haben wir mit diesem Ankaufsprogramm begonnen. Da gab es zunächst mal sogar einen Rückschlag. Ja? Und dann ging es weiter nach unten, aber nicht in einem stärkeren Ausmaß, als das vorher der Fall war. Das heißt also, die Geldpolitik hat offensichtlich alleine nicht die Herrschaft über die Entwicklung des Zinsniveaus. Und ganz evident wird es hier am Schluss, meine Damen und Herren. Obwohl die EZB nach wie vor
obwohl wir im Eurosystem 80 Milliarden Wertpapiere ankaufen und damit natürlich tendenziell den Kurs an den Finanzmärkten erhöhen und da müsste ja die Rendite nach unten gehen, sehen Sie, dass wir hier eine gegenläufige Entwicklung haben. Eine gegenläufige Entwicklung, das heißt, am langfristigen Ende steigen die Zinsen. Das ist die Konsequenz der Verunsicherung an den Finanzmärkten durch das Brexit-Votum, dann natürlich auch durch das verlorene Referendum von Herrn Renzi in Italien. Das sind in Italien übrigens die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen, die waren im September noch bei 1,04%. Die sind innerhalb weniger Wochen auf über 2% gesprungen. Um sich die Konsequenzen mal vor Augen zu halten. Italien hat eine Staatsverschuldung von 2,2 Billionen Euro. Die höchste Staatsverschuldung in Europa in Relation zum Bruttoinlandsprodukt sind es 130%. Nur Griechenland liegt höher mit 170%, aber da ist die absolute Summe natürlich nicht so gewaltig. Italien hat eine gewaltige Staatsverschuldung von 2,2 Billionen. Ja. 1% mehr heißt dann 22 Milliarden mehr Zinsen. Das sind enorme Belastungen und Herausforderungen für die einzelnen Staaten. Auch in UK, obwohl nach dem Brexit-Referendum die Bank of England den Zins gesenkt hat, sind die Renditen der britischen Staatsanleihen, die sogenannten Gilts, nach oben gegangen. Also das zeigt, dass das Langfristzinsniveau nur bedingt beeinflusst werden kann durch die Notenbank. Was ist vielmehr entscheidender bei diesen 10-jährigen Zinsen? Natürlich war hier am kurzen Ende auch der Trump-Effekt, hat damit eine große Rolle gespielt. Denn was wird erwartet von Trump, und er hat es ja angekündigt, er will die Steuern senken. Damit steigt natürlich das Defizit in den US-amerikanischen Haushalt. Die Gesamtverschuldung liegt übrigens jetzt schon bei 100% des Bruttoinlandsprodukts, also roundabout 20 Billionen US-Dollar. Ja. Und dadurch wird natürlich die Wirtschaft angekurbelt und wenn er dann auch sein Infrastrukturprogramm durchsetzt, wird das dazu führen, dass die Inflation steigt und damit wird natürlich in die 10-jährigen Staatsanleihen eine Inflationsprämie mit eingepreist und das führt automatisch dazu, dass die 10-jährigen Anleihen steigen, obwohl die Notenbank, zumindest in Europa, versucht dagegen zu steuern. Also hier sieht man, dass das langfristige Zinsniveau nur bedingt durch die Notenbanken beeinflusst werden kann, sondern dass es einfach langfristige Wachstums- und Inflationserwartungen sind, die diese Zinsen mit beeinflussen. Ja, eine wichtige Intention war natürlich über den Effekt, die kurzfristigen Zinsen, die Notenbank determinieren kann, und die langfristigen Zinsen zu beeinflussen, sie hat es zumindest versucht, die Kreditzinsen. Das ist natürlich das Entscheidende, denn in Europa, anders als in Amerika, findet die Unternehmensfinanzierung hauptsächlich über Bankkredite statt. Also wir haben in Amerika komplett eine andere Situation. 3/4 der Unternehmensfinanzierung in Amerika läuft über den Kapitalmarkt und in Europa ist es ganz anders. Da läuft 3/4 der Unternehmensfinanzierung über Kredite. Das heißt also, das Ziel muss sein, die Kreditzinsen nach unten zu bringen. Direkte Einflussmöglichkeiten gibt es nicht, sondern eben über diese Refinanzierungskosten zu hoffen. Und Sie sehen, dass das am Ende, am Anfang hat es in Spanien wenig gefruchtet, ja, auch in Italien hat sich zunächst mal nichts getan, trotz expansiver geldpolitischer Maßnahmen, aber am Ende jetzt 2016 sind die Zinsen nach unten gegangen. Also, was die Zinswirkung anbelangt, hat die EZB zumindest teilweise bei den langfristigen Kapitalmarktzinsen weniger, weil sie da einfach keinen direkten Zugriff hat, aber bei den Kreditzinsen hat sie ihr Ziel erreicht, die Zinsen nach unten zu senken. So, jetzt muss natürlich auch entsprechend die Kreditnachfrage anspringen. So, wenn wir uns das jetzt anschauen, das ist die Entwicklung der Kredite in Europa, da sehen wir, dass wir tendenziell bei nicht finanziellen Unternehmen, also es sind ganz normale Wirtschaftsunternehmen, dass wir tendenziell einen Anstieg haben, aber im langfristigen Vergleich, meine Damen und Herren, ist eine Wachstumsrate von knapp über 2% nicht ausreichend, um wirklich die Wirtschaft in Europa
in die Gänge zu bringen. Und wir sehen auch, dass die Kreditnachfrage insbesondere für Investitionen sehr, sehr verhalten ist. Also um eine Anleihe bei einem ehemaligen deutschen Finanzminister, nämlich Karl Schiller, zu nehmen, der sagte auch einmal, die Tränke ist voll, aber die Pferde saufen nicht. Also die EZB, die Geldpolitik, kann Liquidität zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Aber wenn die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wenn das Investitionsklima nicht entsprechend ist, dann werden, salopp formuliert, die Pferde nicht saufen. Das heißt also, das Geld wird nicht dafür verwendet, um auch diese entsprechenden Investitionen vorzunehmen. Am effektivsten, meine Damen und Herren, hat die Geldpolitik über den Wechselkurskanal gewirkt. Als 2014 die Diskussion aufgekommen ist über diesen Staatsanleiheankauf, über dieses Programm, das Herr Draghi dann in die Öffentlichkeit gestreut hat, ist der Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar deutlich eingebrochen. Und das hat dazu geführt, dass die preisliche Wettbewerbsfähigkeit des Euroraums signifikant gestiegen ist. Allerdings, und das war mit Sicherheit nicht die Absicht Draghis, Hauptnutznießer sind wir, die Bundesrepublik Deutschland. Weil wir die Güter in unserem Exportangebot haben, die weltweit gebraucht werden, nämlich Investitionsgüter. Aber Länder wie Frankreich, Italien, die primär Konsumgüter in ihrer Angebotspalette haben, die profitieren zwar auch, aber nicht in dem Ausmaß wie wir. Und wir werden, obwohl sich bis zum Oktober die Exporte, die deutschen Exporte eher moderat entwickelt haben, aber jetzt haben wir im November wieder einen kräftigen Zuwachs, wir werden in diesem Jahr einen neuen Export- und einen neuen Außenhandelsüberschussrekord erreichen. Das klingt für uns natürlich gut, aber es kann natürlich zur Folge haben, um nochmal auf Herrn Trump zurückzukommen, dass uns der dadurch ins Visier nimmt. Ja? Weil wir haben nämlich allein gegenüber den USA einen Leistungsbilanzüberschuss von ungefähr 60 Milliarden und das wird Herr Trump mit Sicherheit zum Anlass nehmen, auf den Leistungsbilanzüberschuss der Bundesrepublik Deutschland kritisch hinzuweisen. Also wir profitieren in Deutschland hauptsächlich von diesem niedrigen Wechselkurs, also wir haben Berechnungen angestellt, dass wir zurzeit um 4% eine günstigere Wettbewerbssituation haben als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre, aufgrund dieser Wechselkursentwicklung. Und wir generieren unseren Leistungsbilanzüberschuss nur noch zum geringen Teil gegenüber den restlichen EWU-Staaten. Deshalb ist auch die Forderung aus der Europäischen Kommission, wir müssten den Leistungsbilanzüberschuss abbauen, nicht zielführend. Wir generieren unseren Leistungsbilanzüberschuss gegenüber Nicht-EWU-Mitgliedern. Ja. Gegenüber den EU-Mitgliedern oder EWU-Mitgliedern haben wir in letzter Zeit eher geringere Leistungsbilanzüberschüsse. Das hängt einfach damit zusammen, meine Damen und Herren, dass bei uns die Löhne mittlerweile stärker steigen als in anderen EU-Staaten. Das heißt, die Lohnstückkosten steigen und deshalb haben wir innerhalb der EU nicht mehr diesen Wettbewerbsvorteil, den wir noch vor einigen Jahren hatten. Die großen Wettbewerbsvorteile, die haben wir gegenüber den Staaten außerhalb der Europäischen Währungsunion. Ja, also eine durchaus gemischte Bilanz, meine Damen und Herren. Die EZB hat in letzter Konsequenz nicht das erreicht, was sie wollte, nämlich dass die Kreditnachfrage in Europa wirklich massiv anspringt. Und wir wissen, meine Damen und Herren, dass diese verhaltene Kreditvergabe kein Angebotsproblem ist. Also alle Indikationen, die wir haben, und wir machen ja auch Umfragen innerhalb des Eurosystems bei Banken. Es gibt natürlich Länder, wo wir Schwierigkeiten im Bankensektor haben, also in Italien, das wissen Sie alle, da gibt es also einen hohen Anteil an notleidenden Krediten. Aber in der Summe sind die Kriegskassen, wenn ich das so salopp formulieren darf, der Banken voll. Im Gegenteil, in Deutschland suchen die Banken händeringend nach Kreditnehmern, aber die Kreditnachfrage ist nicht vorhanden. Ja, nun wird natürlich die Geldpolitik, die Niedrigzinspolitik der EZB immer im Bausch und Bogen verurteilt. Ich werde dann noch kritisch auf einige Punkte eingehen, aber ich möchte einiges, glaube ich, hier, und das muss ich auch zurechtrücken, es wird ja auch immer behauptet, durch die Geldpolitik der EZB sei der deutsche Sparer enteignet worden und es würde hierzulande nicht mehr gespart. Bis jetzt, bis ins Jahr 2000, ich habe jetzt hier allerdings nur Zahlen bis 2005, bis 2016
stimmt diese Aussage nicht, meine Damen und Herren. Wir haben in Deutschland eine Geldvermögensbildung von ungefähr 5,7 Billionen. Also bei einem Bruttoinlandsprodukt von 3 Billionen haben wir eine Geldvermögensbildung, die sich zusammensetzt aus Schuldverschreibungen, Investmentvoranteilen, Aktienansprüchen gegenüber Versicherungen, Bargeld und Einlagen von 5,4 Billionen. Die hat sich im letzten Jahr mit 2,1% real unter Abzug der Inflation verzinst. Da spielt natürlich so ein großer Block wie die Ansprüche gegen Versicherungen. Es sind viele Altversicherungen drin, ja, die immer noch eine hohe Versicherung haben. Ja. Das heißt also, es stimmt so nicht. Bis dato, real, kann man nicht sagen, seriöserweise, dass die deutschen Sparer enteignet worden wären. Auch 2016 wird wieder eine Rendite um diese Größenordnung von 2% erzielt worden sein. Und es findet auch laufend noch eine Zuführung statt. Wir haben alleine im Jahr 2015 200 Milliarden zusätzliche Netto-Geldvermögensbildung gesehen. Und auch 2016 sind mehr als 200 Milliarden diesem Geldvermögen zugeflossen. Womit hängt das zusammen? Das hängt natürlich zusammen, dass wir im historischen Vergleich wegen der niedrigen Inflation, die wir bis dato hatten, ich komme dann schon noch auf die 1,7 und auf die 1,1, die Situation natürlich in Europa und in Deutschland signifikant verändern werden. Weil wir natürlich hohe Nominallöhne hatten, wie wir sie in der Historie so noch selten gesehen haben. Und bei einer niedrigen Inflation heißt es natürlich auch, dass die Realeinkommenszuwächse hoch sind. Und die Deutschen, das kann man wirklich sagen, sind vernünftig mit diesen Zuwächsen umgegangen. Sie haben sie nämlich einerseits verkonsumiert, deshalb haben wir so eine robuste Binnenkonjunktur. Also ich mache 25 Jahre Konjunkturbeobachtung. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Binnennachfrage über so einen langen Zeitraum so ein stabilisierendes Element der Konjunktur war. Früher war das immer der Export oder die Investitionen. Jetzt ist es der private Verbrauch über Jahre hinweg. Und er wird es auch in diesem Jahr 2017 wieder sein. Und sie haben aber auch gespart. Wir haben in Deutschland nach wie vor eine Sparquote von über 9,5%, meine Damen und Herren. Es stimmt nicht, dass die Deutschen nicht mehr sparen. 9,5% ist im historischen Kontext im Durchschnitt nicht übermäßig hoch, aber sie ist im Durchschnitt. Und sie ist nicht besorgniserregend. Wir gucken uns natürlich diese Größe immer an. Denn es wäre vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der Grenzen, an die unsere staatliche Altersvorsorge stoßen wird, wäre es natürlich fatal, wenn die Bürger es versäumen würden, nicht mehr zu sparen. Ja, meine Damen und Herren, und eine Bemerkung möchte ich bitte auch noch machen. Private Haushalte sind nicht nur Sparer. Wir wissen, viele Leute kaufen sich neue Immobilien, renovieren und profitieren natürlich von historisch niedrigen Zinsen. Deshalb dieser Einwand, dass die Leute Angst haben, dass die Transaktionskosten steigen. Ja, das mag schon sein. Klar, der Aufwand für die Banken durch die Regulierung steigt und durch die erhöhten Eigenkapitalanforderungen. Aber für die Kunden ist doch eine ganz entscheidende Größe dieses niedrige Zinsniveau. Und wenn ich heute eine 10-jährige Wohnimmobilie finanzieren kann mit unter 1%, wird sich ändern in den nächsten Monaten, aber dann sind es natürlich auch Ersparnisse, die den Haushalten zugutekommen. Und eines, meine Damen und Herren, wir haben Gott sei Dank in Deutschland, ich sage es nochmal, 2003, 2004 waren wir der kranke Mann in Europa. Deutschland galt als die Achillesferse in der Europäischen Währungsunion. Und wir haben Gott sei Dank durch die Agenda 2010 und durch verschiedene andere Reformen Deutschland fit und wettbewerbsfähig gemacht. Maßnahmen, die andere europäische Länder noch vor sich haben und nicht in dieser Konsequenz umgesetzt haben. Ja? Und deshalb profitieren wir jetzt von dieser gesamtwirtschaftlichen Situation. Aber unstrittig ist auch, dass die Niedrigzinspolitik der EZB diese konjunkturelle Entwicklung, diese komfortable konjunkturelle Entwicklung, die wir in Deutschland haben, nochmal Insel der Glückseligkeit, dass die wird natürlich durch diese Niedrigzinspolitik unterstützt. Und deshalb profitieren natürlich die Arbeitnehmer auch davon. Und meine Damen und Herren,
Ich sage es nochmal, 25 Jahre Konjunkturbeobachtung. Die deutsche wirtschaftliche Situation hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass die Leute die Lage immer viel skeptischer eingeschätzt haben. Es war, Herr Zeitler, Sie können sich noch erinnern, es war in Deutschland, so German Angst ist ein stehender Begriff im Angelsächsischen. Es war immer so, dass die Stimmung hierzulande schlechter war als die tatsächliche Lage. Jetzt haben wir fast schon über Jahre eine umgekehrte Situation. Das Konsumentenvertrauen ist extrem hoch. Keine Angst vor Arbeitslosigkeit. Das ist natürlich auch dieser, und nicht allein und nicht maßgeblich, aber natürlich auch der Unterstützung durch diese EZB-Politik mit hervorgerufen. Also man muss schon, wenn man eine Bilanz auch macht, muss man schon auch die anderen Seiten sehen. Und wo würde ein Herr Schäuble heute stehen, wenn diese niedrigen Zinsen nicht wären? Wir haben mal ausgerechnet, konservativ geschätzt, im Vergleich jetzt zum Zinsniveau von 2007 bis heute, hat sich allein der Herr Schäuble durch Ausgaben für die Staatsschulden über 200 Milliarden gespart. Über 200 Milliarden. Da kommt natürlich noch hinzu die Steuereinnahmen durch diese sehr komfortable wirtschaftliche Entwicklung. Wir sind da noch gar nicht mit eingezahlt. Also, auch der deutsche Fiskus profitiert davon. Also, das sind Nebenwirkungen, die man auch positiv ansetzen will. Aber jetzt komme ich natürlich zu den Risiken und zu den Nebenwirkungen, die eine derartige Niedrigzinspolitik, die auf Dauer angelegt ist, mit sich bringt. Meine Damen und Herren, das größte Risiko und die größte schädliche Nebenwirkung ist, dass dieses Niedrigzinsniveau, und deshalb tun wir uns so schwer, wieder auf einen nachhaltigen Kurs in Europa zu kommen, ist, dass das Niedrigzinsniveau den Finanzministern in Europa, dieser 19 Mitgliedstaaten, eine Tragfähigkeitsillusion vermittelt. Wenn die Zinsen so niedrig sind, dann habe ich auch keine Veranlassung, konsequent zu sparen, die Haushalte zurückzufahren. Und leider ist es so, meine Damen und Herren, ich kann mich noch mal erinnern, als die Griechenland-Krise hochgekommen ist, als die Finanzminister und die Staatschefs sich getroffen haben, ja, lessons learned, es wird nie mehr wieder passieren, wir haben kapiert, wir müssen die Staatsverschuldung zurückfahren. Das haben sie dann auch 2011, 2012 sind die Neuverschuldungen deutlich zurückgegangen und seit 2013 beobachten wir, dass die Disziplin zur Haushaltskonsolidierung wieder zurückgeht. Ja, wir haben eine gegenteilige Entwicklung. Und das ist natürlich fatal. Und die schädlichste Wirkung dieser Quantitative Easing Maßnahmen, also dieser Maßnahmen der Staatsanleiheankäufe, ist, dass dadurch, Sie haben es glaube ich auch erwähnt, dass dadurch das Korrektiv des Marktzinses verloren gegangen ist. Früher war es so, wenn ein Staat eine unsolide Haushaltspolitik betrieben hatten, dann wollten die Investoren natürlich für diese Staatsanleihen auch eine entsprechende Risikoprämie bezahlt bekommen. Die ist zur Gänze weggefallen, weil die EZB diese Papiere kauft. Die Notenbanken im Eurosystem sind heute die größten Gläubiger ihrer jeweiligen Nationalstaaten. Und das ist eine ganz fatale Situation. Und dieser Zusammenhang, der muss aufgelöst werden. Ja, auch, meine Damen und Herren, unrentable Unternehmen. Wir wissen, es gibt empirische Schätzungen, die BIZ hat zum Beispiel sowas auch gemacht oder die OECD. Wie viel Unternehmen in Europa nur deshalb, nicht nur Banken, es gibt auch sogenannte Zombie-Banken, haben Sie auch schon gesehen, aber wie viel Unternehmen in Europa nur deshalb überleben können, weil sie sich so günstig fast zum Nullzins fremdfinanzieren können. Und das hemmt natürlich die Innovationskraft in Europa insgesamt. Wir Ökonomen sagen, es kommt zu einer Fehlallokation von Ressourcen. Kapital und Arbeit wird in Unternehmen gesteckt, die woanders viel, viel produktiver eingesetzt werden könnten, die den technischen Fortschritt, die Innovationskraft nach vorne bringen. Nein, dieses Geld und diese Arbeitskräfte werden in Unternehmen gebunden, die in einem marktwirtschaftlichen System eigentlich ausschalten müssten. Aber die sich nur deshalb über Wasser halten können, weil das Zinsniveau so künstlich nach unten gedrückt wird. Ja, Profitabilität deutscher Banken, meine Damen und Herren, Sie haben es angesprochen, Zinsmarge unter Druck, was uns natürlich auch Sorgen macht. Wir haben ja auch die Bankenaufsicht, wir gucken natürlich, welche Risiken gehen die Banken ein. Zinsänderungsrisiken.
Die Banken sind natürlich unter Druck, ihre Ergebnisse zu stabilisieren. Sie können Kosten einsparen bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann ist Schicht im Schacht und da muss man sich neue Ertragsquellen suchen. Und da müssen wir natürlich drauf. Ich weiß, dass die Verbände, Herr Dr. Netzer, Herr Dr. Büchel, dass das bei Ihnen nicht vorkommt, weil Sie haben da ein Auge drauf, ja, weil Sie mich so kritisch anschauen, ich weiß das. Aber wir haben auch ein Auge drauf. Ja. Wir schauen uns die Zinsänderungsrisiken an. Adressenausfallrisiken wäre eine andere Möglichkeit, dass man einfach an schlechte Kreditnehmer auch Geld gibt, in der Hoffnung, dass man da höhere Zinseinnahmen generieren kann. Aber das Thema Zinsänderungsrisiken ist ein Thema, das wir auf der Agenda haben. Das ist ganz klar. Die Banken versuchen sich sehr kurzfristig zur Refinanzierung zu niedrigen Konditionen und legen es langfristig gebunden hinaus. Wenn dann am kurzfristigen Ende die Zinsen steigen, dann kann es passieren, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Und da müssen wir natürlich aufpassen, damit wir nicht in die nächste Bankenkrise, in die nächste Finanzkrise hineinschwimmen. Ja. Gut, Lebensversicherungen, wissen Sie auch, also wie Lebensversicherungen heute noch von Altversicherungen Renditen von 4-3,5% erzielen, ist mir sowieso schleierhaft. Und dann natürlich auch der Wohnimmobilienmarkt, meine Damen und Herren. Auch das beobachten wir, weil das natürlich ein Element ist, wenn der Immobilienmarkt, wir wissen, dass also ein Auslöser der Krise in Europa auch Immobilienblasen, gerade in Spanien, in Irland waren. Und wir gucken natürlich auch, wie es in Deutschland aussieht. Da sind die Preise insbesondere in den Ballungszentren natürlich extrem gestiegen. Allerdings haben wir in Deutschland eine ganz andere Situation. Der Fremdfinanzierungsanteil ist eher moderat. Viele Leute finanzieren mit sehr, sehr hohen Eigenkapitalanteilen. Also da sehen wir jetzt noch kein Risiko. Und auch die Kreditzuwachsraten im Immobiliensektor sind nicht so, dass die jetzt im historischen Zusammenhang irgendwie aus dem Rahmen fallen würden. Allerdings gibt es schon wieder in Europa einige Länder, also zum Beispiel Irland, Holland, aber auch Finnland, was mich überrascht hat, weil in Finnland die wirtschaftliche Situation ja nicht so prosperierend war in den letzten Jahren. Die haben jetzt makroprudentielle Maßnahmen, so nennen wir das, also finanzpolitische Maßnahmen, steuerpolitische Maßnahmen aufgelegt, um da eine Immobilienblase zu verhindern. Also auch das sind die Risiken, die Nebenwirkungen dieses Niedrigzinsumfelds, das wir also im Auge haben. Ja, jetzt komme ich natürlich zu dem Punkt, wie können wir aus diesem Dilemma, aus dieser Niedrigzinssituation herauskommen? Meine Damen und Herren, diese Kurve ist die brisanteste, sage ich jetzt mal in meinem Vortrag, denn sie zeigt auf, wo die großen Schwächen in Europa sind. Potenzialwachstum, das ist die Rate, die bei Normalauslastung der Produktionsfaktoren, also des Kapitalstocks und der vorhandenen Arbeitskräfte spannungsfrei erzielt werden kann. Da liegen wir, Sie sehen, dass das kontinuierlich nach unten geht, da liegen wir jetzt in Deutschland bei 1,1%. Wir waren in den 90er Jahren noch bei 2,8%, in den 2000er Jahren waren wir bei knapp 2%. Sie sehen, dass das ein dramatischer Rückgang ist. Und wenn diese Potenzialwachstumsrate nicht steigt, also das, was bei Normalauslastung möglich ist, dann werden auch die Realzinsen nicht steigen. Denn wenn die Analysten, wenn die Investoren am Kapitalmarkt nicht die Sicherheit haben, dass sich allalong das Wachstum und damit natürlich auch die Inflation nach oben entwickelt, dann werden diese Dinge natürlich auch nicht entsprechend am Kapitalmarkt eingepreist und dann werden auch die Zinsen nicht steigen. Das heißt also, wir müssen auf jeden Fall diese Raten wieder nach oben bringen. Und die sind die Konsequenz dessen, dass seit Jahren eine tiefe Verunsicherung in Europa vorherrscht über den Bestand, über die Nachhaltigkeit des Euroraums. Und das muss verändert werden. Es müssen die Investitionsbedingungen müssen sich verändern. Das heißt also, wir müssen beispielsweise einfach dazu übergehen, und es gibt interessante Studien, beispielsweise auch des IWF und der OECD, woran es hakt, warum in Europa so wenig investiert wird, meine Damen und Herren. Weil beispielsweise in vielen Ländern die Administration nicht funktioniert, keine zuverlässige Bürokratie, die Rechtsprechung, nehmen Sie Italien, ist absolut unsicher, auch zum Beispiel im Arbeitsrecht. Kein Unternehmer weiß, wie
läuft es, wenn die Konjunktur wieder schlechter ist und ich muss Arbeitskräfte entlasten. Also das sind viele Unsicherheitsfaktoren. Dann, was wir übrigens auch in Deutschland, es gibt ein Doing Business Report des IWFs, da steht drin, wie sind die Investitionsstandortbedingungen in den einzelnen Ländern. Da schneiden wir auch nicht gut ab, was Neugründungen von Unternehmen anbelangt. Die bürokratischen Hürden in Deutschland sind sehr, sehr hoch und in vielen europäischen Ländern noch viel, viel höher. Das sind alles Investitionshemmnisse, meine Damen und Herren. Die sind alle identifiziert, die sind alle aufgeschrieben, die sind alle bekannt. Aber die Politik hat bisher nicht die Kraft gefunden, die auch wirklich konsequent umzusetzen. Wir haben einen Binnenmarkt, der im Übrigen im Warensektor relativ gut funktioniert. Aber im Dienstleistungssektor, es gibt in jedem Land, und das in jedem Land gibt es Nischen, die vollkommen abgeschottet sind vom Binnenmarkt. Also das ist vor allen Dingen die Freiberufler, viele Sektoren im Freiberufler gibt es keinen freien Marktzugang. Das gesamte Transportwesen, völlig abgeschottet, das erinnert in manchen Ländern an die mittelalterliche Zunftgesellschaft. So restriktiv sind die Zugangsbestimmungen. Und wenn man sich überlegt, dass heute der Dienstleistungssektor im Durchschnitt aller Industrie- und entwickelten Länder 70% der Wertschöpfung, die Produktion nur noch zwischen 20% und 30%, die Dienstleistung 70% ausmacht und wir uns den Luxus leisten in Europa, den Dienstleistungssektor nicht zu liberalisieren und ihn nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir solche Wachstumsschwächen haben. Meine Damen und Herren, was muss getan werden? Es müssen die Haushalte konsolidiert werden. Und wenn ich heute immer wieder Ökonomen höre, die die Austeritätspolitik, leider ist die Austeritätspolitik der Terminus technicus negativ belegt, aber welcher Investor geht in ein Land, in dem die Staatsschulden nicht nachhaltig sind, wo er davon ausgehen muss, dass es vielleicht zu einem Staatsbankrott kommt oder die Staatsverschuldung so hoch ist, dass ich permanent mit Steuererhöhungen rechnen muss. Das sind keine Bedingungen für Investitionen. Und es zeigt die Empirie, dass die Länder, die konsequent und vor allen Dingen auch glaubwürdig ihre Konsolidierungsanstrengungen rübergebracht haben, ich denke da an Spanien, ich denke an Portugal, bevor es die neue Regierung, diese links-grünen Regierung gegeben hat, in Spanien, als die Regierungsverhältnisse noch stabil waren, die haben sofort die Früchte dieser Konsolidierungspolitik erfahren, indem nämlich ausländische Investoren wieder gekommen sind. Und in Portugal, das hat man wunderbar gesehen, wir können das ablesen in der Zahlungsbilanz, an den Direktinvestitionsströmen. Als in Portugal der neue Ministerpräsident hingetreten ist und gesagt, also diese Kriterien Neuverschuldung, die sind für uns nicht bindend. Wir müssen jetzt endlich aufhören mit Sparen. Sind die Investitionsströme, ist die Investitionsaktivität sofort wieder versiegt. Meine Damen und Herren, es gibt keine Alternative zur Haushaltskonsolidierung. Haushaltskonsolidierung allein kann es aber nicht sein. Sparen allein nützt nicht. Wir müssen Strukturreformen durchführen, wettbewerbsfähiger werden. Vor allen Dingen die Arbeitsmärkte müssen aufgebrochen werden. Die Zugangsbeschränkungen müssen aufgebrochen werden. Und wir müssen alles tun, um diese Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen. Die europäischen Staaten schneiden in diesem von mir eben zitierten Doing Business Report sehr, sehr schlecht ab. Unter 150 Ländern nimmt zum Beispiel ein Land wie Italien den 60., den 70. Platz irgendwo zwischen 60 und 70 ein. Ich habe vor kurzem einen interessanten Vortrag auch von Herrn Professor Fuß gehört, da beim Bayerischen Bankentag. Der hat mal aufgeschlüsselt, dass es in Italien für einen Unternehmer völlig uninteressant ist, im Durchschnitt einen neuen Arbeitnehmer einzustellen. Alles durchschnittsbetrachtet. Weil er in Italien aufgrund der strukturellen Gegebenheiten überhaupt keine Chance hat, so viel zu verdienen, dass sich dieser zusätzliche Arbeitnehmer überhaupt rechnet. Also da haben wir sehr, sehr viele Hausaufgaben zu erledigen. Ein wichtiger Punkt, und dann komme ich auch schon zum Ende, meine Damen und Herren. Wir haben natürlich auch festgestellt, während dieser Krise, und die dauert immerhin jetzt seit 2007 an, ja, wir befinden uns, wenn Sie so wollen, im 10. Jahr als Notenbank, als Teil des Eurosystems im Krisenmodus. Ja. Natürlich festgestellt, dass das Regelwerk in Europa
an manchen Stellen unzulässig ist, unzureichend ist, aber was noch viel schlimmer ist, dass wir dieses Regelwerk überhaupt nicht einhalten, das bestehende Regelwerk. Und die Geschäftsgrundlage, wieso wir damals eingetreten sind in die Europäische Währungsunion, war, Sie wissen, dass die Bundesbank lange Zeit ihre liebe Mühe und Not hatte mit dieser Währungsunion. Wir waren ja ursprünglich mal in den 90er Jahren, wir waren ja eigentlich Verfechter einer sogenannten Krönungstheorie. Das heißt also, wenn alle anderen Bereiche in der Finanzpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik harmonisiert sind, angeglichen sind, dann kann man als Krönung oben die Währung draufsetzen. Herr Kohl hat es damals anders entschieden. Er hat dem Euro eine Lokomotivfunktion zugesprochen. Also erst die Währung aufsetzen, in der Hoffnung, dass dann alle anderen Bereiche sich dann mehr oder weniger angleichen. Diese Hoffnung, das glaube ich, kann man heute ganz objektiv sagen, hat getrogen. Sie ist nicht eingetroffen. Aber was als Kernelement war, meine Damen und Herren, dass bei der Währungsunion, weil sie so ausgestaltet worden ist, wie sie jetzt ausgestaltet worden ist, jedes Land weiterhin völlig autonom seine Finanzpolitik tut. Diese Kröte war für Deutschland zu schlucken, weil man dann gleichzeitig vereinbart hat, dass wer völlig autonom in seinem finanzpolitischen Handeln ist, auch die Konsequenzen daraus tragen muss. Also Eigenverantwortung. Ja? Eine Balance zwischen autonomen Handeln, also Kontrolle über seine Haushaltsgestaltung und über seine Finanzpolitik, aber auch dann entsprechend die Konsequenzen tragen. Dieses Prinzip haben wir sukzessive nach und nach außer Kraft gesetzt. Zum ersten Mal schon 2010, als der EFSF, European Financial Stability Facility Fonds, aufgelegt worden ist und dann der ESM. Da sind wir schon übergegangen, eine gemeinschaftliche Haftung zu übernehmen. Obwohl im europäischen Vertrag eindeutig steht, no bailout. Das heißt also, weder die Gemeinschaft als Ganzes, noch ein einzelnes Land darf für die Schulden und die Risiken eines anderen Mitgliedstaates haften. Ja. Und da ist vieles noch in der Pipeline. Die Kommission beabsichtigt beispielsweise die Einlagenversicherung zu vereinheitlichen in Europa. Da sind wir die Voraussetzungen überhaupt noch nicht gegeben. Solange wir keine einheitliche Finanzpolitik haben, gibt es und die Situation der Banken nach wie vor der nationalen Wirtschaftspolitik, dem nationalen Insolvenzrecht unterliegt, gibt es für uns keine Grundlage nach unserer Ansicht hier wirklich eine gemeinsame Einlagensicherung. Aber Herr Juncker hat beispielsweise auch eine Vergemeinschaftung der Arbeitslosenversicherung schon angedacht. Also da sind wir auf einem Weg, der mit Sicherheit angehalten werden muss. Wir müssen diese Balance zwischen autonomen Handeln und der Haftung dafür wieder hinbekommen. Und da gibt es nur zwei Lösungen, meine Damen und Herren. Entweder die Fiskalunion, also dass wir da hinkommen, was ja ursprünglich mal die Idee war, dass neben der Geldpolitik auch die Fiskalpolitik vereinheitlicht wird. Dass es eine einzelne Institution ist, eine supranationale Institution in Europa, die dann ein Währungskommissar, ein Haushaltskommissar, der darüber bestimmt, wie die Haushaltsausgestaltung, wie das Haushaltsgebaren der einzelnen Mitgliedstaaten ist. Also das heißt aber im Klartext, ich muss meine finanzpolitische Kompetenz abgeben. Übrigens, vor 2-3 Jahren hat Herr Schäuble das schon mal andiskutiert, als damals die Griechenland-Krise richtig eskaliert ist. In Deutschland war zu meinem Erstaunen der Aufschrei gar nicht so groß, aber in Ländern wie Frankreich oder Spanien, da war der Aufschrei groß. Das Königsrecht eines Parlaments, nämlich das Haushaltsrecht abzugeben an Brüssel, kommt für die Mitgliedstaaten, für die meisten Mitgliedstaaten jedenfalls nicht in Frage. Das heißt, eine ernsthafte Option ist die Fiskalunion nicht. Und deshalb gibt es nur eine. Was wir jetzt machen, meine Damen und Herren, das ist so ein Durchwurschteln. Ja? Oder im Englischen muddling through, da hört sich es besser an, kommt aber aufs Gleiche raus. Ja? Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und deshalb müssen wir zurück zu Maastricht II. Die Eigenverantwortung, die muss wieder nach vorne gerückt werden. Und was wir vor allen Dingen machen müssen, meine Damen und Herren, und da dringt Herr Weidmann wirklich vehement darauf, und
es ist, dass die Regeln wieder eingehalten werden. Wir haben den Fiskalpakt verschärft und wir haben den Wachstumspakt verschärft, aber er wird leider nicht eingehalten. Was muss getan werden, damit die Einhaltung wieder stringenter erfolgt? Fatal war schon die Ansage von Herrn Juncker, als er Kommissionspräsident geworden ist und argumentiert hat, dass die Kommission in Zukunft sich als politische Institution sieht. Die Intention, die ursprüngliche, war ja eine ganz andere. Die Kommission ist der Wächter der europäischen Verträge und hat dafür Sorge zu tragen, dass sie eins zu eins auch umgesetzt werden. Aber wenn die Kommission, wie im Fall Frankreich beispielsweise, über Jahre hinweg, ich habe mir das mal angeguckt, wir sind jetzt im 18. Jahr der Europäischen Währungsunion, hat Frankreich allein in dieser Zeit 12-mal das Defizitkriterium von 3% verletzt. 12-mal. Und als Herr Juncker in der Pressekonferenz darauf angesprochen worden ist, wieso er jetzt wieder eine Ausnahmegenehmigung, die durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht gedeckt ist, dann sagt er halt, ja, es ist Frankreich. Es ist die politische Situation. Und das wird uns mit Sicherheit nicht weiterbringen. Deshalb die Forderung, die Herr Schäuble übrigens jetzt auch aufgestellt hat und die Bundesbank schon seit langem formuliert hat, man muss diese Überwachung der europäischen Verträge auf eine unabhängige Behörde übertragen, einen Finanzrat beispielsweise. Ja. Das ist auch das, was Herr Weidmann fordert und immer wieder auch anmahnt. Natürlich am Ende des Tages muss der Europäische Rat die Entscheidung treffen, ob es irgendwelche Sanktionen gibt. Aber es muss eine Institution von Technokraten geben, die ganz objektiv feststellen, ist eine Vertragsverletzung zustande gekommen oder nicht. Und meine Damen und Herren, eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass Staaten, die aufgrund ihrer politischen Gegebenheiten oder ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse nicht willens sind, diese europäischen Regeln einzuhalten oder nicht fähig sind, die müssen auch eine Option haben. Da muss es auch die Möglichkeit geben, die Staatsschulden umzuschulden in diesen Ländern. Das haben wir ja bisher immer wieder vermieden, weil wir Angst hatten, dass die Risiken für die Finanzmärkte unkalkulierbar sind. Da sind wir jetzt auf einem guten Weg mit der Europäischen Bankenunion, aber es muss natürlich noch mehr passieren. Vor allen Dingen müssen wir eins hinbekommen, dass Staatsschuldentitel, also Staatsanleihen, nicht mehr ohne Eigenkapital hinterlegen von den Banken gekauft werden kann. Solange das nicht geregelt ist, werden die Banken weiterhin die größten Gläubiger ihrer nationalen Staaten sein. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß, das war jetzt eine ganz, ganz schwierige Kost. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht allzu negativ auf das Jahr 2017 eingestimmt. Sollte das der Fall sein, dann denken Sie immer an Oscar Wilde, der einmal meinte, am Ende wird alles gut und wenn nicht, ist es noch lange nicht das Ende. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht organisatorisch, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen an Herrn Benedikt zu stellen. Ich bitte um Handzeichen, ich komme dann zu Ihnen und reiche Ihnen das Mikro, damit auch alle etwas mitbekommen. Im Anschluss werden Sie natürlich noch ein paar Worte sagen. Und Sie sind am Schluss dann auch noch auf ein Buffet eingeladen von uns und vielleicht kann man dann über das ein oder andere Thema noch diskutieren. Dann fangen wir gleich mit der zweiten Frage an, weil die erste ist immer am schwierigsten. Bitte schön, Walter. Herr Benedikt, Sie haben, also ich kann alles soweit nachvollziehen. Was mir durch den Kopf geht, ist die Finanzkrise, die wir 2008 gehabt haben, die hat neben anderen Ursachen zwei große Ursachen gehabt. Das eine war, wir haben ein historisch niedriges Zinsniveau. Die Finanzkrise 2008, die hat neben anderen strukturellen Ursachen zwei Ursachen gehabt, nämlich die historisch niedrigen Zinsen und es war so wahnsinnig viel Geld im Umlauf. Und jetzt haben wir die gleiche Situation nochmal, aber in einem viel größeren Umfang. Warum, sag mal, was macht Sie so zuversichtlich, dass man aus dieser Geschichte dann
so gut wie da rauskommt. Also die Finanzkrise 2008, der Auslöser, der war ja in Amerika. Da ist sicherlich richtig, dass da über Jahre hinweg auch ein sehr, sehr niedriges Zinsniveau dazu geführt hat, dass ein Immobilienboom entfacht worden ist, der dann geplatzt worden ist und der auch europäische Banken betroffen haben, weil wir damals gesehen haben, dass viele europäische Banken mit sogenannten Subprime-Titeln sich eingedeckt haben. Und das war sicherlich ein Grund dafür, dass die Krise damals so eskaliert ist. Von einer in Europa würde ich das jetzt so nicht sehen. Wir hatten damals ein Zinsniveau von 4%. Ich habe Ihnen ja die Grafik gezeigt. Und die Liquiditätsausstattung damals mit 460 Milliarden Refinanzierungsvolumen war angemessen. Das war das, was die Banken in Europa gebraucht haben, um ihrerseits ihre Geschäfte nachgehen zu können. Also in Europa sehe ich eigentlich nicht, dass, ich gebe Ihnen recht, dass das in Amerika sicherlich ein Problem war. Und viele sagen ja, dass jetzt praktisch der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben wird. Ich bin bei Ihnen, dass, und deshalb habe ich ja gesagt, das niedrige Zinsniveau, um einen totalen Absturz der Wirtschaft zu verhindern, war nach 2008, 2009 sicherlich gerechtfertigt. Aber jetzt sehen wir natürlich das als Bundesbank auch sehr kritisch. Und wir haben ja, das Thema habe ich ja bisher noch umschifft, Herr Zeitler hat es ja angesprochen, die Situation für die deutschen Sparer wird ja jetzt noch weniger komfortabel, wenn die Inflationsrate ansteigt, die Zinsen werden weiter niedrig bleiben. Klar, wir müssen jetzt darauf hin drängen, dass die Geldpolitik dann auch entsprechend reagiert und die Zinsen nicht zu lange unten belässt, denn auch das hat Herr Zeitler ja schon vorweggenommen, die Wirkung der Zinspolitik auf die Finanzmärkte und damit natürlich auch auf die Inflation ist zeitverzögert mit einem Jahr oder sogar mehr, ja, eineinhalb Jahre. Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt wirklich auch ohne, dass man, das wird ja oft der Geldpolitik auch unterstellt, dass sie Rücksicht nimmt auf die Situation der Staatsschulden in verschiedenen europäischen Ländern, aber verschiedene Aussagen von EZB-Ratsmitgliedern stimmen mich da schon sehr zuversichtlich, dass sich da eine Mehrheit hoffentlich bald finden wird, um dann auch entsprechend einen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik zu finden. Allerdings, das muss man auch sagen, der kann natürlich nicht abrupt und zu schnell vor sich gehen. Wir haben das gesehen in Amerika vor 3 Jahren, als Bernanke den Ausstieg angekündigt hat, was da an den Finanzmärkten passiert ist. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste, die muss kommunikativ sehr, sehr sorgfältig vorbereitet werden. Aber ich habe zum Beispiel jetzt vor Weihnachten gelesen von Benoît Cœuré, dem französischen Mitglied des EZB-Direktoriums, der gesagt hat, ja, wir müssen uns jetzt darüber Gedanken machen, wie wir den Ausstieg vorbereiten. Also das heißt, das Thema ist, und wir wissen ja, dass Herr Cœuré nicht unbedingt also jetzt ein Falke ist, um es vorsichtig zu formulieren, aber dass das Thema jetzt schon diskutiert wird und virulent ist. So, hier eine Wortmeldung. Ich habe 2 Fragen, Herr Benedikt. Die erste, der Draghi druckt alle Monate 80 Milliarden Euro und pumpt sie in den Markt und Sie sagen, die Kreditnachfrage springt aber nicht an. Frage an Sie, wohin geht denn das Geld? Wer macht denn was mit dem Geld? Was machen die Staaten mit den 80 Milliarden pro Monat? Und Frage 2, Bargeldverbot. Mir wird Angst und Bang, wenn es plötzlich kein Bargeld mehr gäbe, weil ich dann die Gefahr sehe, dass die Banken oder meine Bank oder der Staat mit der Knopfdruck aus der Gesellschaft hinaus katapultieren kann. Ich habe die Befürchtung, dass das Thema Bargeldverbot in Diskussion ist von der Finanzwirtschaft, um Bankrun zu vermeiden. Wie steht dazu die Deutsche Bundesbank, wie steht dazu die EZB und wie steht auch die amerikanische Federal Reserve dazu? Also zu dem ersten Punkt, wo geht das Geld hin? Also es ist ja so, wir kaufen von den Banken Staatsanleihen und Unternehmensanleihen an und schreiben denen im Gegenzug das Geld auf deren Konten bei uns gut. So, eine Grafik kann ich Ihnen zeigen. Da sieht man wunderbar, wo ein Teil dieses Geldes hingeht.
Das ist die sogenannte Überschussliquidität. Das Geld liegt bei uns auf den Konten. Wir haben 1,2 Billionen Überschussliquidität. Die Banken verkaufen uns das, und jetzt wird es ja noch interessanter, die zahlen für dieses Geld 0,4% Strafzins, dass sie es bei uns unterhalten können. Also, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die alle betriebswirtschaftlich einigermaßen ausgebildet sind, dass sich die das also vorher überlegt haben, wenn sie also die Wertpapiere an uns verkaufen und dann für 0,4% bei uns anlegen, dass sich das am Ende des Tages auch noch rechnet, weil sonst hätten sie ja keine Veranlassung, das bei uns zu verkaufen. Wenn es um Staatsanleihen geht, ich muss die Frage konkretisieren, dann muss doch der Staat das Geld bekommen, damit er mit dem Geld was anfängt. Ja, das bekommt er ja auch. Der nimmt es aber nicht. Sie verstehe. Nein, der Staat gibt Anleihen aus, um sich zu finanzieren. Ja. Die Banken kaufen diese Anleihen. Ja, gibt dem Staat das Geld. Und ja, gibt dem Staat das Geld, und genau. Der Staat damit? Ja, das ist die Staatsverschuldung, die steigt. Der gibt's aus. Der gibt's aus. Ja, der Infrastruktur, der muss man seine Beamten zahlen. Der ganze öffentliche Apparat muss finanziert werden. Ja, also. Sicherheit beispielsweise, äußere Sicherheit, innere Sicherheit, Bundeswehr. Ja, Sie können, das ist ganz einfach, wenn ich noch um Ihre Aufmerksamkeit, das ist ganz einfach. Sie klicken mal auf die Website des Bundesfinanzministeriums, da sehen Sie die Einnahmen und da sehen Sie die Ausgaben. Da werden Sie mal sehen, dass 60% der Ausgaben des Staates in soziale Felder fließen. Innere, äußere Sicherheit, alles dabei. So läuft es. Und ein Teil dieses Geldes, und das ist auch was uns natürlich Sorgen macht, über die Überschussliquidität hinaus, fließt natürlich in einzelne Märkte, wie zum Beispiel in den Wohnimmobilienmarkt oder auch in Drittländer, Emerging Markets. Also das Geld sucht sich Rendite. Das ist übrigens auch eine interessante Frage, was passiert jetzt mit dieser Überschussliquidität, was passiert mit dieser Liquidität, wenn in Amerika jetzt wirklich die Zinsen wirklich nachhaltig steigen sollten. Dann kann es natürlich passieren, dass sehr, sehr viele Gelder nach Amerika gehen mit entsprechenden Konsequenzen für den Wechselkurs bei uns. Die zweite Frage nach dem das ist ja für den Bundesbanker das dankbarste Thema überhaupt, weil da gibt es überhaupt kein Vertun, wie wir uns positionieren. Also, Dostojewski hat ja mal den Spruch geprägt, Geld, und damals gab es ja nur Bargeld, ist geprägte Freiheit. Also, unsere Position ist ganz klar. Wir stellen natürlich das Bargeld zur Verfügung. Wir sind für die Bargeldversorgung zuständig. Wir bieten auch Zahlungsverkehrssysteme, also Umbare, an. Ich denke, dass jeder Bürger in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie es die Bundesrepublik Deutschland ist, dass freie Bürger auch frei entscheiden sollen, wie sie ihre Bezahlvorgänge abwickeln. Ob sie es mit Bargeld machen oder ob sie es umbar machen. So, das ist unsere ganz klare Position. Es ist auch nicht so, dass der 500er abgeschafft worden ist, das ist wahrscheinlich der Hintergrund Ihrer Frage, sondern die Ausgabe dieses 500ers ist abgesetzt worden. Alles andere, und das hat die EZB ganz klar auch nochmal betont, alles andere bleibt weiter, also alle anderen Denominationen, alle anderen Stückelungen bleiben weiter im Umlauf. Ich meine, wir haben jetzt den neuen 50er, wir bringen jetzt den neuen 50er, am 4. April kommt der neue 50er. Kostet immens viel, den neu zu entwickeln. Wir haben den 20er, wir haben den 10er, wir haben den 5er rausgebracht. Es kommen noch der 100er und der 200er. Also, das ist doch ein ganz klares Signal, dass das Bargeld weiterhin in Europa Bestand haben wird. Was das Thema Bargeld-Obergrenze anbelangt, das ist nicht unser Thema, das hat der Herr Schäuble auf die Agenda gebracht. Hat er allerdings gemerkt, dass das ein heißes Thema ist und hat es jetzt auf die europäische Ebene abgeschoben. Also da müssen sich die Europäer damit beschaffen. Also nochmal von unserer Seite ein ganz klares Bekenntnis und übrigens auch von der EZB ein ganz klares Bekenntnis zu Bargeld. Bargeld wird es auch weiterhin in Europa geben. Jetzt würde ich vielleicht ganz gerne zwei Wortmeldungen gleich zusammenfassen. Sie waren als Nächster, dann wollten Sie und dann haben Sie nicht weit zusammen. Da werden wir so ein bisschen Zeitrahmen von insgesamt etwa 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht zusammen. Könnten Sie bitte noch einmal kurz erläutern, wieso knapp 2% die ideale Inflationsrate ist? Knapp unter 2%, ja. Das hat verschiedene Gründe. Der erste und wichtigste Grund ist, dass wir einen Sicherheitsabstand zur 0%-Grenze wahren wollen, weil dann die Gefahr sehr groß ist, dass wir in eine Deflation geraten.
Jetzt haben wir auch Inflationsmessung, ist ein sehr komplexes Thema. Wir machen das ja auch sehr, sehr sorgfältig. Jeden Monat gehen da Tausende von Fragen des Statistischen, des Statistischen Bundesamts hinaus und erfragen die Preisentwicklung. Aber es gibt statistische Messfehler. Also es kann schon mal passieren, dass wir vielleicht die Inflation zu positiv oder zu hoch einschätzen, weil zum Beispiel sowas wie technischer Fortschritt. Sie können einen PC von heute nicht mehr mit einem PC von 2 Jahren vergleichen. Also, und das preislich dann auch richtig abzubilden, ist ein ganz, ganz schwieriges Verfahren. Außerdem, und jetzt wird's allerdings ein bisschen volkswirtschaftlich und theoretisch, unsere Volkswirtschaften, modernen Volkswirtschaften leben natürlich von Innovationen. Schumpeter, ein bekannter österreichischer Ökonom, hat das mal die schöpferische Zerstörung genannt. Das heißt also, unser System funktioniert, dass Unternehmen immer auf der Suche sind nach etwas Besserem, um etablierte Produkte zu verdrängen. Und wenn was Neues auf den Markt kommt und ich sozusagen eine singuläre Stellung habe, dann steigen natürlich die Preise stärker, weil die Unternehmer natürlich versuchen, auch die Preise durchzusetzen und diese Innovationskosten auch reinzubekommen, bis diese Produkte dann wieder kopiert werden, dann geht die Preise wieder nach unten. Das heißt also, in einer Übergangsphase habe ich dann Ausschläge nach oben. Und in dieser Preisspanne von 2% kann ich diese Ausschläge abfangen. Wenn ich jetzt 0% hätte und ich habe jetzt einen starken Innovationsprozess in einer Volkswirtschaft, müsste ich als Notenbank sofort immer die Zinskeule draufhauen. Und das geht nicht. Da würde ich also das alles abwürgen, wenn die Unternehmer nicht mehr die Chance haben, Kostensteigerungen aufgrund von Innovationen kurzfristig zumindest, mittelfristig umzusetzen, dann ersticke ich jeden Fortschrittsprozess in einer Volkswirtschaft. Und deshalb diese 2%, das ist ein Erfahrungswert, den wir über eine lange Zeit, der wird intensiv diskutiert, also wir hatten da schon über 4% bis 1%, alles 1,5 haben wir auch schon diskutiert. Wie hieß der Chefökonom Blankfein damals von Blankfein, ja, der hat mal 4%. Also das ist, aber die 2%, und übrigens auch die FED hat das als Marsch oder als Zielgröße, wenn sie es auch nicht so explizit formuliert, wie wir das machen in Europa. Aber das ist so ein empirischer Wert, der aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, sich als praktikabel erwiesen hat. Gut, ich bitte, ich kann die nächsten beiden Wortmeldungen zusammenfassen. Bitte schön, erstmal Sie und dann Sie. Sie hatten ja das Zinsänderungsrisiko angesprochen und Sie hatten gesagt, dass am langen Ende die Zinsen bereits steigen, obwohl diese Versorgung oder der Ankauf der Staatsanleihen ja weiter fortgeschritten oder weiter fortgeführt wird und es ja sicherlich noch 1-2 Jahre so läuft. Sie hatten ja auch gesagt, jetzt kann man nur sehr langsam wieder zurück. Also bis Ende 2017 ist jetzt mal terminiert. Genau, und jetzt haben Sie auch noch den Herrn Trump als Risiko obendrauf. Sehen Sie die Möglichkeit, dass das Zinsänderungsrisiko für Privatleute im Kreditbereich am Ende des Jahres bei 4% liegt? Vielleicht nein, 400. Ja, fassen wir es zusammen. Ja. Durch den Brexit hat sich eine fundamental andere Situation für Deutschland ergeben. Und zwar ist Deutschland erpressbar geworden, weil die Sperrminorität, die vorher bei 35% lag, jetzt nur noch bei 25% liegt, nachdem Großbritannien ausgeschieden ist. Das heißt, wir sind durch die Mittelmeerländer, sprich durch die Schuldner, absolut erpressbar geworden, die jetzt über 40% liegen. Das sind nicht meine Ideen, das sind die Rede vom Professor Sinn. Und das heißt, die römischen Verträge müssen an sich angepasst werden. Also, wegen der Sperrminorität, meine ich. Jetzt gehe ich erstmal auf Ihre Frage ein. Also da reden wir jetzt vom Europäischen Rat, aber es gibt viele Entscheidungen, die einstimmig sein müssen. Also wie die Verhältnisse, ich weiß nicht, der Zeitler wissen, ich bin jetzt da im Detail jetzt für, aber... Es ist schon so, dass bisher ja Großbritannien beigetragen hat bei Haushaltsentscheidungen, dass die Sperrminorität von etwa 45% zu erreichen. Und das fällt jetzt weg. Deshalb müsste man in der Tat, es gehört eigentlich zu der Liste an Härtung der Regeln für
die Währungsunion diese Regeln anpassen oder andere Änderungen vornehmen, damit nicht sozusagen die Nettozahler überstimmt werden von den Nettogläubigen, von den ausgabefreudigen Nationen. Und seinerzeit wurde ja die Sperrmann-Minorität vor allem auch vor diesem Hintergrund bestimmt. Sicher eines der Probleme, die dürfen nicht in der Vergessenheit so schnell verschwinden. Ja, also Großbritannien, wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, wir haben uns oft geärgert über die Briten, ja, also angefangen mit Margaret Thatcher, I want my money back, ja, aber eines ist klar, wir verlieren einen wichtigen Partner, wenn es darum geht, gegen noch mehr Zentralismus, gegen noch mehr Brüsseler Bürokratie, verlieren wir natürlich einen wichtigen Partner, der vor allen Dingen, was die ordnungspolitischen Überlegungen und Positionen anbelangt, natürlich absolut auf unserer Seite war, und das wird unsere Verhandlungspositionen in Brüssel nicht erleichtern. Jetzt vielleicht noch auf die Frage zu den Zinsänderungsrisiken. Gut, die Zinsänderungsrisiken sind ja eigentlich, wenn am langfristigen Ende in etwa gleich bleibt und die kurzfristigen Refinanzierungskosten steigen, dann hat man Zinsänderungsrisiko. Das heißt ja, wenn eine Bank kurzfristig sich sehr, sehr billig refinanziert und langfristig, also ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, mit 0,5 refinanzieren Sie sich und mit 2% nehmen Sie einen Kredit raus, haben Sie eine Marge von 1,5%. Jetzt steigen die kurzfristigen Zinsen auf 2,5%. Sie haben aber das Geld zu 2% langfristig fix rausgelegt, haben Sie ein Zinsänderungsrisiko. Ja? Was Sie meinen, ist, soll ich jetzt einen Kredit abschließen oder muss ich Angst haben, dass ich am Jahresende 4%? Was Sie einen Notenbanker nie fragen dürfen, Herr Zeitler, wird das nach Wechselkursentwicklung und nach Zinsentwicklung. Ich kann Ihnen die Szenarien, die denkbar sind, aufzeigen. Die Schlüsse daraus für Ihre privaten Finanzdispositionen, die müssen Sie selber ziehen. Das wäre eigentlich ein gutes Schlusswort. Eigenverantwortung bei den Finanzdispositionen. Meiner Seite aus ganz herzlich für Herrn Benedikt für diesen ausführlichen und sehr informativen Vortrag, und ich hoffe, dass wir den Zeitrahmen so einigermaßen gewahrt haben, dass er uns auch das Wohlwollen für die Zukunft nicht entzieht und einmal wieder als Referent zur Verfügung steht. Herzlichen Dank, und ich darf nun das Mikrofon für Schlusswort an Herrn Walter übergeben. Sehr geehrter Herr Schmidt, sehr geehrter Herr Benedikt, auch nochmal im Namen von Herrn Professor Zeitler, vielen Dank für Ihre Vorträge. Herr Schmidt, Ihnen vielen Dank für die Vorstellung des Unternehmens Aurum und für die Besichtigung. Das ist ein besonderes Unternehmen, weil jetzt zumindest beim Wirtschaftsrat ist es so, wir besichtigen meistens eher Industrieunternehmen, wo es irgendwo pfeift und zischt und raucht. Das ist hier nicht der Fall. Und sagen wir mal, da das Thema Gold momentan sowieso sehr aktuell ist, haben wir eben heute auch eine Besichtigung gehabt mit einem sehr aktuellen Thema dazu. Und Herr Benedikt, Ihnen vielen Dank für einen Vortrag mit sehr viel Erklärung der Zusammenhänge. Ich denke, das war für sehr viele Leute heute Abend wichtig, diese Zusammenhänge zu kapieren. Es war ein kurzweiliger Vortrag, kurzweiliger, als man es von einem volkswirtschaftlichen Thema normalerweise erwartet. Und Sie haben auch die wesentlichen Kritikpunkte erläutert, die ja normalerweise überall im Gespräch sind, durch die Niedrigzinspolitik, das Thema Enteignung der Sparer etc. Und wichtig fand ich, vor allem aus Sicht des Wirtschaftsrates, und ich denke, da spreche ich auch für den Wirtschaftsbeirat, der Aufruf an die Politik zum Thema Haushaltskonsolidierung, und dass diese Austeritätspolitik eigentlich so fortgesetzt werden muss. Wir dürfen Ihnen beiden, Ihnen Herr Schmidt und Herrn Benedikt, noch was mitgeben. Es gibt einmal was. Also, es gibt einmal was, das ist Gold eingepackt, aber es ist kein Gold, es sind Ballonen, die kommen aus Baden-Württemberg. Und es gibt einmal was zum Trinken, und das sind die flüssigen Mittel, mit Goldbeeren, also flüssigen Mittel, das sind Wein aus Franken. Genau, dann jetzt mit Mikro. Herr Schmidt, Ihnen dürfen wir was mitgeben, nur die Verpackung ist Gold, das ist Verpackung, ist kein echtes Gold. Der Inhalt sind Pralinen. Und ich habe vorhin richtig erfasst, Sie sind Badener.
Ich bin auch Badener. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich einen badischen Wein besorgt. Einer aus der Heimat, das ist ein fränkischer Wein, aber auch die fränkischen Weine sind sehr gut. Ich darf mich dann abschließend auch noch bedanken beim Wirtschaftsbeirat der Union, beim Herrn Dr. Schachtner, speziell für die äußerst gelungene Zusammenarbeit. Und es ist wünschenswert, dass wir diese Kooperation und Zusammenarbeit fortsetzen. Ich denke, dass der wirtschaftspolitische Sachverstand in der Politik mehr gebraucht wird denn je, auch in Berlin. Dort herrscht so mehr das Thema Verteilungspolitik und weniger das Thema Wirtschaftspolitik. Das ist auf Dauer, glaube ich, nicht gesund.